Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Zuschauer, herzlich willkommen zum Regionalmagazin am Freitag, dem 7. Juni 2019. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Das große, lange Pfingstwochenende liegt vor uns. Und in diesem entsprechenden Anlass möchten wir gemeinsam mit Ihnen zurückblicken, nämlich 6 Jahre zurück auf die Ereignisse genau zu diesen Tagen des Jahres 2013. Die Rede ist natürlich vom großen Hochwasser hier in Deutschland, was auch an Schönebeck nicht spurlos vorbeigegangen ist. Wir möchten Ihnen die Eindrücke, die Bilder dieser Tage heute im Regionalmagazin noch einmal darbieten. Ich heiße alle noch mal recht herzlich willkommen. Alle weiteren Themen im Überblick jetzt hier bei uns. Hochwasser. Wir zeigen einen Rückblick auf die Katastrophe von 2013. Schuhreisen. Entdecken Sie die Welt der Fjorde in Norwegen. Und Medium der Woche. Wir verlosen die CD Club Sounds Volume 89. Soweit die kurze Übersicht der heutigen Themen. Natürlich das große Hauptthema, welches sich mehr als 2 Stunden heute durch das Wochenendmagazin hier im Elbe-Kanal zieht, das Thema Hochwasser 2013. Wir möchten mit diesen Beiträgen noch einmal Danke sagen, noch einmal erinnern an all die zahlreichen Helferinnen und Helfer, die die größten und schlimmsten Katastrophen hier bei uns in Schönebeck und in ganz Deutschland verhindert haben. Also immer wieder ein kurzer Ausschnitt aus den einzelnen Tagen, gemischt mit unseren Beiträgen. Das erwartet Sie heute im Regionalmagazin. Beginnen möchten wir jedoch mit einem Thema, was mich und sicherlich viele andere Schönebecker nicht so erfreut. Das Thema Vandalismus. Immer wieder erleben wir hier in Schönebeck zerstörte Bänke, zerstörte Mülleimer, aber auch Stromkästen, sowie jüngst auf der Salineninsel. Mutwillige Zerstörung führte dazu, dass einer der Stromkästen nun nicht mehr seine Funktion erfüllen kann. Somit bleiben die Laternen auf der Salineninsel dunkel. Man kann abends nicht mehr entspannt spazieren gehen, beziehungsweise nicht mehr in dem entsprechenden Licht. Also an dieser Stelle meine Aussage dazu, wie gibt es nur so welche Leute, die so wenig Hirn haben, um solche Sachen einfach mal mutwillig zu zerstören. Hier unsere Bilder und unsere Informationen zu diesem Ereignis. Wie der städtische Sachbereich Elektro mitteilt, bleibt die Beleuchtung auf der Schönebecker Salineinsel aufgrund von Vandalismus bis auf Weiteres aus. Unverbesserliche Chaoten haben einen notwendigen Stromverteilerkasten mit brachialer Gewalt umgestoßen und mutwillig zerstört. Das wahnwitzige Vorgehen stellt eine Schädigung der Radtouristen und einheimischer Spaziergänger ebenso dar wie des geplanten weiteren Ausbaus der Beleuchtungstechnik für weitere Standorte in der Elbestadt, bei denen sich Bürgerinnen und Bürger zusätzliche Straßenlampen wünschen. Zwischenzeitlich wurde der Verteilerschrank im Zuge der Gefahrenabwehr vom Bauhof sichergestellt. Eine Wiederinstandsetzung wird derzeit geprüft. Es wird großer Anstrengungen bedürfen, die Anlage wieder herzurichten. Die Stadt Schönebeck bedauert dies sehr und verurteilt diese sinnlose kriminelle Tat. Es wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Seitens der Polizei wurden Spuren gesichert. Für Hinweise, auch anonym, auf mögliche Täter sind wir dankbar. Unsere Bilder von der mutwilligen Zerstörung auf der Salineinsel, in diesem Zusammenhang auch an dieser Stelle einfach mal meine Bitte an alle dort draußen an den Fernsehgeräten. Denken Sie dran, es ist unsere Stadt, es ist unsere Umwelt, unsere Natur. Jeder möchte so schön wie es geht in ihr Leben, sei es am Strand, auf der Wiese, auf dem Spielplatz und in der Stadt. Also nicht den Müll einfach sorglos wegwerfen, wenn man ihn irgendwo mit hinnimmt, ob nur am Strand oder an den See, einfach wieder einstecken und mitnehmen, in den entsprechenden Mülleimer werfen. Dann haben wir alle noch etwas von unserer schönen Natur und unserer schönen Umwelt hier bei uns in Schönebeck, sehr geehrte Zuschauer. Kommen wir jedoch nun zum ersten Teil unseres Rückblickes Hochwasser 2013. Beginnen möchten wir mit dem 3. und 4. Juni 2013. Also gesammelt sich alles, was aus Böhmen, aus Prag, aus Dresden oder aus Thüringen und aus dem Burgenlandkreis kommt. Das ist also praktisch dann nochmal über verschiedene Kurven
an Halle vorbei oder durch Halle in Teilen durch, bis hierher dann kommt. Das Problem ist, dass bei der Elbe zum Beispiel immer das Jahrhundertwasser, also das schlimmste Ereignis, plus einen Meter Luft nach oben genommen wird. Und wenn das überschritten ist, dann sind sämtliche Vorkehrungen, obwohl sie alle diengerecht sind und auch eigentlich genug Volumen hätten anbieten müssen, sind nicht mehr ausreichend. Das ist unser Problem, dass also so ein Ereignis, so wie es sich andeutet, gegebenenfalls noch nicht gegeben wird. Davon müssen wir auf jeden Fall aber vorsichtig im Konjunktiv noch lassen, genau, da wir hoffen, dass es zeitlich so abspielt, dass wir noch ein bisschen Luft zwischendurch kriegen. Aber wenn es sich sehr deutlich überschneidet, dann haben wir so ein Ereignis noch nicht gehabt. Wenn eine noch nie dagewesene Situation zu bewältigen ist, dann sind auch die menschlichen Grenzen zum jetzigen Zeitpunkt gegeben. Dann kann man nur für die Zukunft wieder vorbeugen, dass man sagt, das ist das extreme Ereignis, dann normale Meter Luft in der Hoffnung, dass es dann reicht. Ja, der Grundsatz des Prinziner Wehres ist ja so, dass wir durch die Stromteilung der Elbe oberhalb von Schönebeck die Möglichkeit haben, über zwei alte Elbarme oder zwei Elbarme, einen alten Elbarm, der dann aufgewertet wurde zu einem Umflutkanal und über die Stromelbe das Wasser abzuführen. Und das Wasser wird eben über diesen Umflutkanal abgeführt, wenn der vorhergesagte Wasserstand für den Pegel in Barby 5,92 Meter übersteigt. Und der übersteigt ja bei der gegenwärtigen Vorhersage deutlich. Und da heißt es dann, ab 5,50 Meter ist dann praktisch mit der Öffnung des Wehres zu beginnen. Und die Öffnung des Wehres ist ja im Moment angelaufen, kurz nach 15 Uhr. Wir brauchen ca. 5 Stunden, bis das Wehr völlig frei ist. Und das führt dann 25% mindestens des Elbwassers ab. Also es kann sich hochschaukeln bei den vorhergesagten Abflüssen in der Elbe auf 30%. Das Prinziner Wehr ist wie immer frei für den Fußgängerverkehr. Auf beiden Seiten kann geparkt werden. Auch in der Nacht kann das Wehr passiert werden. Also dafür ist gesorgt, ist alles beleuchtet hier. Ist auch jemand immer auf dem Wehr. Die Entwicklung ist ja so, dass wir morgen bereits sehr hohe Wasserstände haben, aber übermorgen wird es dann in diesen extremen Wertbereiche hineingehen. Und da gibt es viel zu tun. Hier am Prinziner Wehr wichtiger. Weniger, aber in den Städten, also in Schönebeck zum Beispiel oder Kalbe oder Barby, da muss man sich jetzt darauf vorbereiten, dass man Wasserstände meistert, die weit höher waren als die, die man bisher kannte.
Ja, sehr geehrte Zuschauer, wir befinden uns ja an der ehemaligen Anlegestelle direkt am Elbufer, genauer gesagt am Restaurant Elbblick. Hier wurde gestern schon die erste Schutzwand errichtet. Weitere Informationen möchten wir jetzt von Herrn Liedecke, dem Amtsleiter hier der Stadt Schönebeck, Bereich Ordnungsamt, erfahren. Herr Liedecke, schön, dass Sie uns zur Verfügung stehen für einige Fragen. Welche Maßnahmen wurden denn gestern bereits eingeleitet? Einige sehen wir hier schon. Was wurde alles aufgebaut? Ja, als erstes muss ich mal sagen, begann bereits vor 2 Tagen der Stab der Stadt Schönebeck in Bezug auf die Hochwassersituation zu tagen und Entscheidungen zu treffen, die dem Schutz der Stadt Schönebeck dienen. Insbesondere wurde die mobile Hochwasserschutzanlage, die zur Seite zu sehen, errichtet durch Einsatzkräfte der Feuerwehr, durch Einsatzkräfte der Wasserwehr und auch durch Beschäftigte des Bauhofes. Ich muss auch sagen, die Bereitschaft dieser Einsatzkräfte ehrenamtlich zu wirken, ist auszeichnend. Weiterhin wird natürlich dann eine weiterführende Hochwasserschutzlinie aufgebaut zum Schutz der Stadt Schönebeck. Dazu werden auf einen Sandsackfüllplatz auch entsprechende Sandsäcke auf Festlegung des Hochwasserstabes gefüllt, die dann dazu dienen, die Stadt Schönebeck vor dem kommenden Hochwasser zu schützen. In den letzten 2 Stunden stieg der Pegel Schönebeck um etwa 2 Zentimeter. Wir haben das Hochwasser zu erwarten. Wir wissen im Moment nicht, was auf uns zukommt. Der Stab tagt seit 10 Uhr wieder. Wir werden dann sicherlich im Ergebnis weitere Entscheidungen und Festlegungen des Stabes dann erfahren, wie es zum Schutz der Stadt Schönebeck weitergeht. Vielleicht abschließende Frage. In den doch sehr stark betroffenen Gebieten wie Halle und so weiter sind diese Maßnahmen eingesetzt worden. Hinsichtlich der Abwassergeschichte, sprich weniger Duschen, weniger Abwasser produzieren, ist das momentan auch schon ein Thema in Schönebeck oder eher weniger? Also zu dem Thema habe ich im Moment überhaupt noch gar keine Information. Natürlich ist auch der zuständige Abwasserbetrieb vom Hochwasser informiert und wird auch durch den Stab einbezogen, aber dahingehend gibt es im Moment keine Festlegung. Aus Anlass der Hochwasserkatastrophe aus dem Jahre 2002 wurde dieses Denkmal errichtet, sehr geehrte Zuschauer. Es zeigt noch einmal die Flussläufe, genauer gesagt alle Flüsse, die dann hier in die Elbe münden. Und auch Schönebeck ist dementsprechend mit aufgeführt. Ja, und dieses Mahnmal bzw. dieses Denkmal wird auch wieder in diesem Jahr sicherlich eine wichtige Rolle spielen, denn auch dieses Denkmal wird mit dem Wasserstand überflutet werden bzw. wird dementsprechend nass werden. Inwieweit auch dieser Aquabarrier, der hier aufgebaut ist, seine Funktion erfüllt, bleibt natürlich abzuwarten. Am heutigen Dienstagvormittag ist die Elbe noch nicht dementsprechend so hoch, dass die Wiesen hier kurz vor den Salinerhäusern schon überflutet sind. Aber bereits am Mittwochnachmittag bzw. Donnerstagvormittag könnte dies dann hier an dieser Stelle schon passieren. Ja, jetzt befinden wir uns hier am Ufer der Elbe, genauer gesagt neben dem Salzblumenplatz. Hier wurde gestern der sogenannte Aquabarrier errichtet, eine schnelle mobile Hochwasserschutzwand. Die genaue Aufbauweise konnten Sie bereits 2002 hier bei uns im Fernsehen sehen. Einige Informationen dazu werden wir Ihnen im Laufe der Sendung noch übermitteln. Eine mobile Wand aus Folie, aus aufgestellten Paletten, Stützwänden und natürlich auch Sandsäcke dementsprechend mit dazu. Diese mobile Wand soll natürlich hier in erster Linie die Salinehäuser hier direkt am Elbufer schützen. Inwieweit das Ganze weiter bei Weltrad gebaut wird und gebaut wurde, das möchten wir natürlich nicht vorenthalten. Auch dort werden wir nachher einmal vorbeischauen. Eine weitere Schutzmaßnahme, die in Vorbereitung auf das kommende Hochwasser getroffen wird, ist der Aufbau eines sogenannten Quickdamm. Neben mir steht ein Mitarbeiter der Wasserwehr Schönebeck. Wie genau kann man sich das vorstellen? Was ist das Besondere von diesem sogenannten Quickdamm? Ja, Quickdamm, der Name sagt es, ist ein schnell aufzubauender Damm zum Hochwasserschutz. Der besteht aus einem Metallgestell und flexiblen Säcken, so nennen wir das jedenfalls. Mhm. Dieses Metallgestell ist klappbar, wird aufgerichtet und die Säcke werden anschließend mit Sand verfüllt.
Durch den Druck des Sandes dichten die gegeneinander ab und ergeben so einen wasserdichten Wall. Dieser Quickdamm wurde 2002 vom Landkreis Dilladen von einer Firma gesponsert, die ihn auch hergestellt hat. Er wurde dort durch viele Freiwillige aus der Bevölkerung gebaut in dieser Firma. Die Materialien wurden aus Spendengeldern des Landkreises Dilladen bezahlt und er wurde 2002 zum Hochwasser hier an die Elbe geliefert, beziehungsweise auch nach Bitterfeld, an die Mulde. Man kann sich das also vorstellen, wie überdimensional große Sandsäcke, die hier einfach nebeneinander gestellt werden. Sehe ich das richtig? Das sehen Sie richtig. Während in einen Sandsack maximal 10 Liter Sand reingehen, gehen hier so knapp 3 Kubikmeter in solchen Quickdamm. Der ist also auch schnell zu befüllen, entweder durch einen Radlader oder wir machen es hier mit einem Bagger. Und er kann dann auch wieder mittels Bagger, Kleinbagger entleert werden und wieder eingelagert werden. Also die Vorteile dieses sogenannten Quickdams, wie der Name das auch sagt, schneller Aufbau und wieder schneller Abbau. Das wird jetzt derzeit hier durch die Kräfte der Wasserwehr Schönebeck erledigt? Das wird durch die Kräfte der Wasserwehr Schönebeck erledigt, mit Unterstützung des städtischen Bauhofes, die dann anschließend kommen und das mit Sand befüllen und letztendlich nachher auch den Sand wieder entleeren werden. Ich danke erst einmal für die Informationen, soweit hier vom Aufbau des Quickdams am Ufer der Elbe hier in Schönebeck. Neben mir steht jetzt Geschäftsinhaber René Leue. Wie wird sich denn hier vorbereitet auf die Wassermassen, die da kommen? Also es wird gerade hier ein Schutzdamm aufgebaut, hier vorne auf dem Radweg, vor dem Restaurant. Und selber privat vorbereitet habe ich eigentlich nur den Keller leer, der ist halt leer gemacht worden. Mhm. Und dann harre ich mal der Dinge, die da kommen mögen. Das heißt, Wasserschutzmaßnahmen, Sie haben es angesprochen, Keller ist natürlich hier. Das heißt, Pumpen werden installiert oder wie sehen die Vorbereitungsmaßnahmen aus? Nein, wir installieren keine Pumpen. Also wir haben alles hochgestellt, das war's. Hm. Und alle elektrischen Geräte eben verräumt. Und damit ist eigentlich die Hochwassermaßnahme für uns abgeschlossen. Auch private Vorsorgemaßnahmen werden natürlich getroffen, insbesondere hier direkt am Ufer der Elbe bei den Salinehäusern. Man hat sich gemeinschaftlich zusammengetan. Was genau wird jetzt hier für Schutzmaßnahmen errichtet? Ja, aus der Erfahrung von 2002 haben wir alle gelernt. Im Moment sind wir dabei, die Eingänge pro Haus zu schützen. Das bedeutet, erst einmal werden die Eingänge mit Folie versehen und mit Sandsäcken beschwert, sodass eventuell, wenn die Elbe überschwappt zu uns in den Vorgärten, dass denn doch ein gewisser Schutz besteht. Insbesondere sicherlich auch vor dem Dreckwasser, weil es kommt ja dann doch eine ganze Menge Schlamm aus der Erfahrung heraus mit, dass das erstmal abgehalten wird. Genau, so sehe ich das auch. Und wir hoffen, dass wir Glück haben. Das heißt also hier doch, die Gemeinschaft ist zusammen, es funktioniert alles, auch dank der Vermietung, sage ich mal. Ja, es läuft langsam an, weil um diese Uhrzeit, viele sind noch, arbeiten noch, aber ich denke mal zum Nachmittag. Also so kenne ich das von 2002, wir haben ja alle zusammengehalten und richtig mit angepackt und so wird es heute Nachmittag bzw. Richtung Abend dann auch werden. Gemeinschaftlich. Gemeinschaftlich und Nerven behalten. Genau. Und Ruhe und dann bleibt mir an dieser Stelle erstmal noch weiterhin Schaffenskraft, Erfolg und wir hoffen, dass es nicht so hoch kommt. Wir werden sicherlich öfters nochmal vorbeischauen hier. Genau. Danke ich mich auch. Ja. Ja, sehr geehrte Zuschauer, wir befinden uns nach wie vor hier bei den Salinehäusern, wo Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Neben mir steht Herr Düno. Handwerkermobil ist vor Ort. Was wird erledigt durch das Handwerkermobil? Ja, die Eigentümer haben uns beauftragt, hier die Sicherungsmaßnahmen einzuleiten, damit eben Wasser können wir vielleicht nicht verhindern, aber eben, dass wenn Schlamm kommt, dass das nicht in die Häuser reingeht. Und das versuchen wir hier mit dieser Folie und diesen Sandsäcken dann zu sichern. Ja. Das heißt, ist das eine besondere Folie oder woher stammt die jetzt?
Ja, wir wollten eigentlich dieselbe Folie haben, wie auf den Aquabarriers sind, aber gibt's das halt nicht, ja. Ist ausverkauft, ja. Und da haben wir jetzt solche Unterspannbahnen genommen und die ist zumindest ist wasserdicht erstmal. Bei drückendes Wasser ist natürlich klar, wird es nicht funktionieren, aber der Schlamm wird eben verhindert, in die Häuser zu gehen, dass die Leute zumindest den Unrat nicht reinbekommen, ja. Das heißt, wie lange werdet ihr ungefähr mit dieser Arbeit noch zu tun haben? Heute den ganzen Dienstag, oder? Heute und auch morgen sollen wir noch Sachen machen und alles, was jetzt noch dazu kommt. Weil bis jetzt sind ja die Leute noch sehr ruhig eigentlich. Vor 10 Jahren war es ja ein bisschen anders. Ja. Da war ja die Situation in Euphorie. Die Leute haben alles zugemacht. Zur Zeit sieht es ja noch gut aus. Obwohl höher vorhergesagt ist als vor 10 Jahren. Ja. Ja. Soweit unsere Bilder von den ersten beiden Tagen. Jetzt folgen die Kurznachrichten, alle Meldungen aus der Region jetzt hier bei uns. Danach geht es weiter mit dem 5. Juni, Hochwasser 2013. Die Nachrichten werden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786 101. Ab dem 6. Juni gilt für den gesamten Salzlandkreis bis auf Widerruf die Waldbrandgefahrenstufe 3. Es wird um Beachtung gebeten. Aufgrund von Kranarbeiten wird die Ballenstraße im Bereich der Hausnummer 33 am 21. Juni von 7 bis 10 Uhr vollständig für den Straßenverkehr gesperrt sein. Es wird um Verständnis gebeten. Das Kinder- und Jugendzentrum Rainbow der AWO schließt in der Zeit vom 1. Juli bis zum 31. Dezember 2019. Diese Schließung bedeutet, dass ein langer Kampf um die offene Jugendarbeit erst einmal verloren ist. Da die pädagogische Arbeit, die sie leisten müssen und wollen, mit der Finanzierung seit dem 1. Januar 2019 nicht mehr möglich sei, haben sie die Reißleine gezogen. Aus diesem Grund wurde ein Antrag zur Umwidmung von Personal und Sachkosten vom Jugendclub Rainbow auf das Kinder- und Jugendzentrum Teen Club gestellt. Der Jugendhilfeausschuss des Salzlandkreises hat diesem Antrag in einer Sondersitzung zugestimmt. Für die bisherigen Nutzer des Jugendclubs Rainbow bedeutet dies, dass sich die offenen Türen am 28. Juni das letzte Mal in diesem Jahr öffnen werden. Die AWO möchte sich weiter dafür einsetzen und kämpfen, eine bessere Finanzierung durch Fördergelder für die offene Jugendarbeit zu bekommen. Die Kita Regenbogen bekam am vergangenen Mittwoch einen vom Landesnetzwerk der Migrantenorganisation Sachsen-Anhalt gespendeten Apfelbaum. Deren Geschäftsführer Mamad Mohammed, Oberbürgermeister Bert Knoblauch sowie Marco Schmoll als Stabstellenleiter für Migration und Bildung des Salzlandkreises freuten sich sehr und wünschten dem Baum gutes Gedeihen. Mamad Mohammed unterstrich, dass der Baum symbolisch für die Verwurzelung der Migranten in Sachsen-Anhalt stehen und wachsen möge. Besonders die Regenbogenkinder freuten sich, welche fleißig zu ihren Eimerchen und Gießkännchen griffen, um dem Baum genügend Trinken zu geben.
zum nun schon 16. Jahr verlängert die Firma I&F Ernährungsschutz und Schädlingsbekämpfung GmbH ihre Partnerschaft mit den beliebten Schweinen des Bierer Bergs. Aus diesem Anlass trafen sich am letzten Mittwoch, den 5. Juni, Danny Jenisch und Ronny Butschek mit Konstanze Polan vom Sachgebiet für Kultur und Sport. 140 Euro investiert das mittelständische Unternehmen seit nunmehr 2003 jährlich in die Tierpatenschaft. Neu ist allerdings, dass sich die Schweinerasse geändert hat. Seit Herbst 2018 bewohnen inzwischen Kuhne-Schweine das ehemalige Gehege der vietnamesischen Hängebauchschweine. Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung bedankten sich recht herzlich im Namen der Stadt für die jahrelange Unterstützung. Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch führt seine nächste Bürgersprechstunde in seinem Dienstzimmer 205 am 11. Juni 2019 von 9 bis 12 und von 13 bis 16 Uhr im Rathaus durch. Bürgerinnen und Bürger haben die Möglichkeit, ins Rathaus zu kommen und dem Oberbürgermeister ihre Fragen, Probleme, Kritiken und Hinweise im persönlichen Gespräch vorzutragen. Persönliche Anmeldungen oder Termine können in der Bürgersprechstunde nicht vereinbart werden. Es wird um Verständnis gebeten, dass mit gewissen Wartezeiten gerechnet werden muss. Die nächste Bürgerversammlung für den Stadtteil Bad Salzelmen findet am Montag, den 17. Juni 2019 um 18 Uhr im Dr. Tholberg-Saal statt. Im Rahmen dieser Veranstaltung werden interessierte Anwohner über aktuelle Themen informiert. Bürger und Bürgerinnen sind aufgerufen, ihre Fragen und Hinweise schon jetzt der Stadtverwaltung mitzuteilen. So kann die Veranstaltung fachlich gezielter vorbereitet werden. Die Verwaltung erreichen Sie telefonisch unter 03928 710 123 oder per E-Mail unter presseamt@schönebeck-elbe.de. Schönebecks Oberbürgermeister Bert Knoblauch möchte auch auf diesem Wege allen ehrenamtlichen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern für ihre engagierte Mitarbeit in Vorbereitung und Durchführung der Europa- und Kommunalwahlen in der Salz- und Elbestadt herzlich danken. Durch die Vielzahl der unterschiedlichen Stimmzettel bzw. Kandidaten stellte der zum Teil über 16-stündige Einsatz eine nicht geringe Belastung dar. Das verdient Respekt und Anerkennung, so der Oberbürgermeister. Die Baulücke am Markt 2 in Schönebeck steht vor ihrem Verschwinden. Ein neues modernes Verwaltungsgebäude soll als Erweiterung des Rathauses dienen. Es soll ein Rathaus für alle entstehen. So können Schönebecks Stadtverwaltungsbehörden zentral an einem Standort zusammengeführt werden. Mit dem Neubau soll ebenfalls die barrierefreie Erschließung des historischen Rathauses ermöglicht werden. Der Markt wird, wie es sich für einen solchen gehört, komplett umschlossen. Die Baumaßnahme soll als öffentlich-private Partnerschaft, kurz ÖPP, realisiert werden, bei der die Stadt als Auftraggeber fungiert. Derzeit läuft die erste Etappe der europaweiten Ausschreibung, bei dem sich qualifizierte Unternehmen in einem Interessensbekundungsverfahren anmelden können. Weitere Informationen sowie Kontakt finden Sie auf der städtischen Homepage unter Aktuelle Ausschreibungen. Das Magazin Der Freizeitlotse ist wieder druckfrisch an den bekannten Auslageorten zu haben. Die neue Ausgabe des Magazins mit touristischen Unternehmen in der Region informiert über die aktuellen Ausflugsziele sowie über die reizvollen Sehenswürdigkeiten unserer Heimat. Unter dem Titel Freizeitlotse stellen sich Schönebeck, Kalbe, Barby, Stassfurt und Gommern als eine touristische Region vor. Nach der letzten Aquafitness vor der Sommerpause schließt die Volksschwimmhalle vom 20. Juli bis zum 14. August 2019. Es wird um Verständnis gebeten. Die Würdigung Ehrenamtlicher und die Auszeichnung von Sportlerinnen und Sportlern, die besondere Leistungen erbringen, hat in Sachsen-Anhalt Tradition. Sportminister Holger Stahlknecht wird in diesem Jahr am 1. Oktober 2019 diese Auszeichnungen auf der mittlerweile 7. Veranstaltung im festlichen Rahmen vornehmen. Erneut sollen Personen, die durch ihr hohes Engagement einen wichtigen Beitrag für den Sport leisten, eine Würdigung erfahren. Noch bis zum 14. Juni 2019 sind sachsen-anhaltische Sportvereine aufgerufen, Aktive und Ehrenamtliche aus ihren Reihen für die Ehrung vorzuschlagen. Die 5 Kategorien lauten wie folgt. Sportler mit längster aktiver Zeit, aktiv mit Handicap, für sich und andere aktiv, jüngster erfolgreicher Teilnehmer sowie Mannschaft mit besonderer Courage. Vorschläge werden im Ministerium für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt entgegengenommen. Die Partnerschaft für Demokratie in der Stadt Schönebeck möchte 2019 mit dem Gemeinschaftsprojekt KUSS, Kunst, Spiele und Sport, gemeinsam erleben, interessante Angebote für die Schönebecker Bevölkerung anbieten.
Vom 4. April bis zum Kinderfest am 21. September im Kurpark laden die mehr als 10 Kooperationspartner jung und alt zu ihren insgesamt 9 Veranstaltungen ein. Diese Veranstaltungen haben allesamt unterschiedliche Thematiken. So kann man künstlerisch tätig werden und einen eigenen Bilderrahmen gestalten, Spiele von früher sowie von heute spielen oder bei einer verrückten Luftmatratzen-Rallye mit Dreikampf, Siegerehrung und einem Imbiss mitmischen. Hinter dem Kursprojekt verbirgt sich der Gedanke, unterschiedliche Generationen zusammenzubringen und einfach miteinander eine schöne Zeit zu haben. Bei der Planung des Projektes wurde besonders Wert auf die Vielfältigkeit der Angebote geachtet. Nähere Informationen dazu finden Sie auch im Internet unter www.demokratie-leben.de. Die Nachrichten wurden Ihnen präsentiert von der Städtischen Wohnungsbau GmbH. Sie suchen eine Wohnung? Blaues Licht heißt Wohnung frei. Telefon 786-101. Sie haben es gesehen, sehr geehrte Zuschauer, in den Kurznachrichten. Die jüngste Meldung: Warnen vor der Schließung der Jugendclubs bzw. ist so gut wie beschlossene Sache. Es bleibt natürlich abzuwarten, sicherlich wird gekämpft. Wir möchten auch weitere Informationen dazu einholen, also in den kommenden Tagen mehr zu diesem Thema hier bei uns im Regionalmagazin. Doch jetzt geht es erstmal weiter mit unserem großen Rückblick, das 100-Hochwasser 2013. Es geht weiter mit den Bildern des 5. Juni. Hier befinden wir uns in Grünewalde, genauer gesagt ein Stückchen entfernt von der B246A, der Verbindungsstraße von Schönebeck nach Prezin bzw. nach Anis. Auch diese Straße wurde heute am Mittwochvormittag von der Polizei offiziell gesperrt, denn auch dort stehen schon die Wassermassen auf der Straße. Für uns gab es kein Rankommen zu dieser Straße drüben, darum stehen wir hier auf der Grünewalder Seite, kurz vor dem alten Sportplatz hier in Grünewalde. Und wie Sie sehen können, hat auch das Wasser hier bereits die Straße eingenommen. In Bezug auf die kommenden Wassermassen haben sich natürlich auch die Stadtwerke Schönebeck dementsprechend vorbereitet oder vorbereiten müssen. Neben mir steht die Frau Schreiber von den Stadtwerken Schönebeck. Hallo. Welche technischen Sachen wurden denn in die Wege geleitet, um sich auf die Wassermassen vorzubereiten? Ja, also wir haben einen Krisenstab gegründet. Heute hat auch bei uns sozusagen die erste Tagung des Krisenstabes stattgefunden. Dieser Krisenstab wird sich täglich zusammensetzen und arbeitet ganz eng mit dem von der Stadtverwaltung Schönebeck eingesetzten Team Stab für außergewöhnliche Ereignisse, SAE, zusammen. Das heißt, wir sind zeitnah ständig im Austausch miteinander. Wir werden ab morgen 24 Stunden, also rund um die Uhr, eine Patrouille zu laufen haben. Das heißt, unsere Techniker sind an den kritischen Punkten vor Ort, denn es ist unsere vornehmlichste Aufgabe, die Versorgung unserer Anwohner, unserer Kunden mit Strom, Gas, Wasser und Fernwärme sicherzustellen. Und aus diesem Grund ist es eben ganz besonders wichtig, dass wir also an den kritischen Stellen, die zu erwarten sind, die technischen Anlagen kontrolliert werden und halt in Ordnung gehalten werden. In Bezug auf die Hochwassersituation 2013 hier in Schönebeck hat auch die Erdgas Mittelsachsen GmbH dementsprechend Vorbereitungen getroffen, genauer gesagt eine Info-Hotline eingerichtet. Wer kann dort anrufen und welche Informationen bekommt denn derjenige, der anruft? Ja, also der anrufen kann da quasi jeder, der Fragen bezüglich der Gasversorgung in dem von uns netzmäßig betreuten Bereichen ist. Das ist also der gesamte Altkreis Schönebeck, außer der Stadt Schönebeck selbst. Und die Informationen, die er da bekommt, ist eben, wenn er Fragen dazu hat, ob die Gasversorgung aufrechterhalten wird oder nicht, dann eben da aktuell einzuholen. Im aktuellen Status können wir sagen, dass wir eigentlich nicht davon ausgehen, dass wir die Gasversorgung einstellen müssen. Das kann sich aber anhand der Situation an den einzelnen Orten dann vielleicht auch noch ändern. Das müssen wir abwarten. Unter welcher Nummer können denn die Leute anrufen? Das ist hier in Schönebeck die 03928 789 und dann die 355.
Ein heißes Thema, wenn es um das Hochwasser und die Situation der Stadt Schöneberg geht, ist natürlich auch hier der Streckenweg, wo wir uns jetzt befinden. Wir sehen, einige Schutzmaßnahmen wurden bereits eingerichtet, wenn ich das so sagen kann. Jedoch endet hier die Sandsackbarriere, auch dolle hoch ist sie nicht. Inwieweit dieser Schutz auch wirklich die Wassermassen abhält, bleibt abzuwarten. Inwieweit diese Maßnahmen noch erweitert werden, beziehungsweise inwieweit denn die Bürger und Bewohner der Streckenweg beziehungsweise des Streckenweggebietes noch weiter Hilfe bekommen, das bleibt abzuwarten. Das klären wir heute noch in weiteren Interviews, unter anderem mit der Stadt Schönebeck und natürlich auch mit weiteren Gesprächen der Anwohner hier im Streckenweg in Schönebeck. Hochwassersituation 2013. Wir haben Mittwoch, den 5. Juni 2013. Wir befinden uns nach wie vor hier im Streckenweg in Schönebeck. Ein heißes Thema, wenn es um den Hochwasserschutz geht. Und neben mir steht Herr Deutscher. Sie sind Anwohner hier im Streckenweg und haben die ganze Sache momentan mit doch recht skeptischen Augen im Blick. Woran liegt das? Denn was sind die Probleme derzeit? Die Probleme sind genau die gleichen wie 2002. Wir sind also hier, das heißt wir, das sind die Anwohner des Streckenweges, desinformiert. Wir wissen also im Augenblick überhaupt gar nicht, was hier noch ablaufen soll. Wir können nur feststellen, dass die Dinge, die 2002 zu diesem Zeitpunkt stattfanden, jetzt nicht stattfinden. Das bedeutet insbesondere der Schutz der ungeschützten Areale hier vorne im Wendebereich bei uns. Der Schutz der Anschlüsse, der Sandsteinmauer links und rechts von uns und überhaupt die Dinge, die sich im Nachgang noch für uns als wichtig darstellen. Gibt es Stromabschaltung, gibt es Abschaltung des Hebewerks und wenn ja, wie werden wir informiert? Das sind im Augenblick die dringendsten Probleme, die wir hier haben und für die wir so einen richtigen Ansprechpartner noch nicht gefunden haben. Wir haben heute Morgen mit der Stadt telefoniert. Dort wurde uns versichert, dass alle Dinge am Laufen sind, dass alle Dinge bekannt sind. Aber, ich sage es nochmal, wir vermissen hier ganz einfach eine Präsenz vor Ort oder überhaupt eine Information, wann was passiert. Also ganz kurz zusammengefasst, welche zwei, drei wichtigen Informationen würden Sie sich wünschen von der Stadt oder von den entsprechenden Ansprechpartnern? Ja, das ist ganz einfach. Ja, wie werden die Dinge, die ich eben genannt habe, hier in Angriff genommen? Nicht, weil wir es so wollen, sondern weil sie wichtig sind. Einmal für uns persönlich natürlich, gar keine Frage, aber auch für die Stadt oder für das Umland. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei, wünschen wir uns eine wesentlich bessere Informationspolitik. Wie auch immer, Handzettel würde ausreichen, keine Ahnung. Und der Punkt Nummer drei ist, wir möchten, wenn anstehende Maßnahmen eingeleitet werden, wie Abschaltung des Hebewerks oder Abschaltung des Stromnetzes, dass wir von diesen Dingen rechtzeitig informiert werden. Die Deiche sind so genug, also da ist es ja richtig. Wir befinden uns hier in Frohse. Herr Jung steht neben mir vom Landeshochwasseramt. Herr Jung, wie stellt sich heute am Mittwochmittag die Situation da, insbesondere auch hier in Frohse? Ja, die Situation ist so, dass die Vorhersage unserer Hydrologen, die auch immer davon ausgeht, was wir als Zuarbeit bekommen von Tschechien, was die Abflüsse bringen an den Pegeln der Zuflüsse zur Elbe, dass wir sagen, die Hochwasserwelle wird am Sonntag mit ihrem Spitzenwert Schönebeck erreichen.
Das entspricht einem Pegelwert am Pegel Barbie voraussichtlich. Aber da müssen wir immer noch sagen, das sind ungesicherte Werte, die sich immer noch bewegen können, von 7,65 Meter. Denn gerade eben hatte ich ein Gespräch mit unserem Chefhydrologen von Tschechien her, wurden die Werte gestern schon mal gesagt, dass dort heute Abend um 9 Uhr der Wellendurchgang ist mit einer bestimmten Wassermenge. Eben kommt die Meldung, erst übermorgen Vormittag mit 400 Kubikmetern mehr. Also es geht immer hin und her, sodass die Werte recht ungesichert sind. Aber wir gehen jetzt erstmal von diesem Sonntagswert aus und vermessen hier gerade, inwieweit Frohse gefährdet ist, beziehungsweise wie hoch der Wasserstand sich hier ausbilden würde. Wir werden hier Markierungen auf der Straße anfertigen, wo in etwa der Wasserstand ankommen könnte. Das heißt, aufgrund der Markierungen können dann auch Hilfskräfte dementsprechende Maßnahmen einleiten. Das ist dann Sandsäcke bauen oder wieder Aquabarrier. Was wären denn so die Maßnahmen? Genau, das wäre genau das, dass man dann anhand dieser Markierungen sieht, auf dieses Höhenniveau muss ich eben Tiefpunkte abschotten Richtung Elbe. Und wie gesagt, das ist jetzt das Wichtigste erstmal für die Ortslage Frohse. Und dann geht es weiter entlang des Suhlgrabens, weil der ist ja Rückstau, im Rückstau dann der Elbe. Da nehmen wir dann den Wert, der von der Elbe sich dann hineinstauen würde und versuchen dann dort etwas zu machen, damit es nicht nach links und rechts aus den Gewässern dann in die bebauten Bereiche läuft. Also es werden auf alle Fälle die Gärten betroffen, das steht fest. Okay. Das lässt sich auch nicht vermeiden, ja. Aber zumindest die Wohnungen und so dann geschützt werden. Und da ist alles eingeleitet dafür. Wenn der Wasserstand wieder so kommen sollte, vor 2002 wurden ja hier große Pumpen eingerichtet, um auch den Suhlgraben, der ja als, sag ich mal, Verbindung auch in das Gewerbegebiet rein, dann das Wasser weggepumpt wurde. Wie sieht das in diesem Jahr aus? Gibt es dort auch wieder denn große, massive Pumpeneinsätze oder wie hat man das davor gesehen? Das Problem ist, wir hatten 2002 ein klassisches Sommerhochwasser. Das heißt, wir hatten keine großen Abflüsse in den kleineren Gewässern, also wie Suhlgraben, Randelgraben, Welsleber, Bach, sondern das Hochwasser kam im Wesentlichen aus dem Oberlauf der Elbe. Jetzt ist es so, dass wir erhebliche Abflüsse haben aus dem Einzugsgebiet des Suhlgraben, über Randelgraben, über Welsleber, Bach. Und die Dimension dessen, was abgepumpt werden sollte, zuzüglich dem, was an Grundwasser aufsteigt, und wir haben im weit höheres Grundwasserniveau auch als 2002. Und das bringt eben so große Abflüsse, dass es fast unwahrscheinlich ist, mit behelfsmäßigen Pumpen das zu schaffen. Aber es wird geprüft, ob es irgendwie möglich ist. Aber die Bereiche sind so gigantisch, dass man fast schon so eine Dimension wie das Schöpfwerk Breitenhagen hier haben müsste, um diese Mengen dann zu schaffen. Ja. Es ist Mittwochmittag, wir befinden uns hier im Gespräch mit dem Pressesprecher der Stadt Schönebeck, Herrn Wannewitz, zur aktuellen Situation hier in Schönebeck. Herr Wannewitz, bereits gestern konnten zahlreiche weitere Schutzmaßnahmen errichtet werden. Einfach mal zum Anfang des Interviews, welche Schutzmaßnahmen konnten bis heute Mittwochmittag errichtet werden in Schönebeck? Also es ist so, dass die Linie, die wir am Elbufer entlang bauen, ja, mit verschiedenen Systemen, Aquabarriers, Quickdämme und so weiter, heute vollendet werden soll. Also die durchgängige Bebauung mit Schutzsystemen. Ja, das geht los hinten bei Weltrad. Da gibt es auch noch ein paar neuralgische Punkte, die geschlossen werden müssen, auch nachher zum Korrekturhof hin. Okay. Bis auch zum Streckenweg und auch den Elberadweg Richtung Frohse betreffend, wobei der auch Höhen und Tiefen hat. Da muss entsprechend verbaut werden, wo der tiefer liegt und so weiter. In der Höhe Hermania zum Beispiel. Ja. Sind nicht die Probleme nicht ganz so groß, weil die Hermania wohl etwas höher liegt. Okay. Und wir hoffen, dass das Unternehmen dann unbehelligt bleibt von den Wetterunbilden, ja. Von dem Hochwasser. Ja, und in Frohse gehen die Maßnahmen auch weiter. Da wird zum Beispiel der Friedhofsweg mit Sandsäcken verbaut werden. Mhm. Das ist so ein neuralgischer Punkt zur Mühle hin, dort hinten. Auf der anderen Seite hinten. Der Burgwall, den betrachten wir auch extra. Da kann es möglicherweise auch zu Evakuierungen kommen. Da gibt es auch solche Punkte, die sehr kritisch und gefährlich sind, wo das Wasser dann durchfließen kann, bis hin zur Straße vielleicht. Ja. Das muss man sehen. Das wird ausgemessen geprüft und gegebenenfalls verbaut mit Systemen. Das ist jetzt so ein bisschen der aktuelle Stand. Okay.
Eine weitere Frage ist, inwieweit denn Bürgerinnen und Bürger derzeit helfen können. Laut Stand vor einer Stunde, glaube ich, wurde auf dem Busbahnhof hier in Schönebeck eine Sandsackfüllstation, so nenne ich es einfach mal, eingerichtet. Wie weit können sich Bürger daran beteiligen, beziehungsweise sind Bürger aufgerufen, dort zu helfen? Ja, so ist es. Wir haben jetzt unseren S&S, das heißt also Sand und Sack, ja, diesen Bereich verlagert auf den Busbahnhof an der Tischlerstraße. Okay. Dass da keine Missverständnisse sind. Und dort ist es tatsächlich so, wir suchen dringend Freiwillige aus der Bevölkerung jetzt. Ja, jetzt ist es soweit, das musste ja alles koordiniert vorgehen. Jetzt sind wir gern, sind wir froh darüber, wenn sich Bürgerinnen und Bürger melden. Die sollen sich dann direkt vor Ort am Busbahnhof einfinden. Dort ist schon jemand, der sie dann in Empfang nimmt. Auch die Unternehmen bzw. Unternehmer der Stadt Schönebeck warten natürlich auf Informationen. Inwieweit kann man denen jetzt an dieser Stelle nähere Informationen geben bzw. wie stellt sich die Situation dar? Es ist noch relativ entspannt. Welche Informationen können Sie den Unternehmen derzeit geben? Also ich muss sagen, gerade unsere Unternehmen liegen uns sehr am Herzen. Es ist so, wir informieren 1:1 aus dem Stab heraus auf der Internetseite. Mehr Informationen gehen in diesem Augenblick nicht. Ich kann Sie nur zur Besonnenheit aufrufen. Wir versuchen alles, um Schönebeck insgesamt zu schützen. Die Anlagen sollten eigentlich das dann auch gewährleisten. Ich kann nur sagen, am Sonntag, weil die Unternehmen fragen oft auch nach der Zeitschiene, am Sonntag wird es den Höhepunkt geben in Schönebeck. Dort wird die dramatischste Lage zu erwarten sein, beginnend aber schon am Freitag. Ja, dass wir und nach dem Sonntag sicher sich etwas fortsetzend. Darauf muss man sich einstellen. Jedes der hunderten Unternehmen können wir nicht individuell betreuen und die Fragen beantworten. Es sei denn, konkrete Fragen werden direkt an uns gestellt. Okay. Die behandeln wir im Stab und beantworten die dann konkret und gern. Okay. Ein heißer Punkt, der auch heute im Stab besprochen wurde, ist der Sohlgraben, da er doch ein großes Gebiet durch Schönebeck hindurch sich zieht. Inwieweit wird dort eine Maßnahme getroffen werden, beziehungsweise was ist dort geplant? Tatsächlich ist es so, Herr Kolbe, der Sohlgraben stellt ein großes Problem derzeit für uns dar. Dort kulminiert die Situation etwas. Der Sohlgraben läuft über gefährdet Wohngebiete und zwar in dem nordwestlichen Stadtteil, also entlang Helgestraße und so weiter bis runter zum Schützenweg. Wir haben im Stab jetzt beschlossen, uns der Sache sofort anzunehmen. Es werden Messungen durchgeführt und dann wird gezielt der Sohlgraben über mehrere Kilometer verbaut werden, geschützt werden, dass die Wohngebiete geschützt werden. Nicht zu verhindern ist natürlich, dass bestimmte Gartenanlagen, sage ich mal, unterspült oder geflutet werden. Ja. Das vor allen Dingen zur Magdeburger Straße hin, damit ist zu rechnen, das können wir nicht verhindern. Gärten sind im Übrigen nicht hochwasserschutzbedürftig. Okay, also laut Gesetz, laut Papieren und so weiter. Ja. Das heißt, den Bewohnern dieser Gärten kann man eigentlich nur raten, alles, was sie noch raustragen, wegtragen können, einfach wegzutragen. Muss man so sagen, wir wissen ja nicht, wie hoch das Wasser denn kann, ganz im Einzelnen kommt, ja, aber man muss dann wirklich dann individuell vorbeugen. Das würden wir empfehlen, ja, ganz genau. Unterwegs im Hochwassergebiet 2013 hier in Schönebeck, sehr geehrte Zuschauer, befinden wir uns nun auf der Froser Brücke. Hinter mir sehen Sie auch schon die Ortslage Frohse und den Hafen Frohse, aber auch die Gleise von der Bahnstrecke Schönebeck-Magdeburg. Auch dieses Gebiet ist natürlich von den Hochwassermassen betroffen. Erste Maßnahmen wurden bereits eingeleitet. Heute Vormittag fanden Messungen statt. Dort diesen Messungen folgend werden dann dementsprechend auch Schutzmaßnahmen verbaut. Sandsäcke als auch sogenannte Quick Barrier oder Quickdämme werden dann dementsprechend dort eingerichtet. Inwieweit sich die Situation für das Gewerbegebiet hier am Stremsgraben darstellt, bleibt noch abzuwarten. Das zeigen erst die kommenden Tage, denn dann weiß man, wenn man sowohl den Sohlgraben als auch dementsprechend das Froser Gebiet gesichert hat, inwieweit denn auch das Gewerbegebiet hier mit Schutzmaßnahmen versorgt werden muss.
Der Sulgraben ist sicherlich jedem Schönebecker ein Begriff und genau an diesem befinden wir uns jetzt hier gerade am Mittwochmittag, genau gesagt zwischen der Wilhelm-Helge-Straße und der Magdeburger Straße in Höhe Rogers Kiesgruben. Denn genau dieser Sulgraben steht jetzt im Fokus der ganzen Hochwassersituation hier in Schönebeck. Dieser droht natürlich auch dementsprechend die Wassermassen mit sich zu führen und dann die dementsprechenden Gebiete hier zu überfluten. Diesbezüglich hat man entschieden, auch hier Sandsackbarrieren zu verbauen. Damit wird man wohl heute beginnen. Derzeit noch entspannte Lage hier am Sulgraben. Doch das wird sich im Laufe der nächsten Stunden und Tage sicherlich ändern. Viele Fragen haben uns erreicht, sowohl per Telefon als auch natürlich im Internet und bei Facebook von Ihnen, sehr geehrte Zuschauer, sehr geehrte Bürger von Schönebeck, in Bezug auf die Frage, wann gibt es Sandsäcke, wann gibt es Sand, wann gibt es Säcke für die Betroffenen, die in dem gefährdeten Gebiet liegen. Was gibt es momentan heute am Mittwoch für eine Aussage dazu? Naja, es ist so, dass wir natürlich geordnet vorgehen mussten. Wir mussten erstmal unsere öffentlichen Anlagen sichern und damit die ganze Stadt. Darauf wurde erstmal alles konzentriert und darauf wurden auch die vorhandenen Sandsäcke erstmal vollständig verwendet. Im Augenblick werden neue geordnet in tausender Größenordnung. Ja. Wir müssen das erstmal zu Ende bringen, um nicht diese Dinge zu stören. Und dann kann darüber nachgedacht werden, wie auch die Bevölkerung vielleicht noch bedient werden kann. Ja, das sollte nicht hinten anstehen. Wir wollen nur ein Vorgehen, was sich nicht stört und was auch die vorhandenen Kapazitäten, diesen Kapazitäten entspricht. Also die Hauptsicherungsmaßnahmen haben insofern erstmal Vorrang, aber der Bürger wird auch nicht vergessen, was ja doch hier und da immer mal durchkommt. Also der Bürger ist schon wichtig für die Stadt Schönebeck, oder? Sehr wichtig. Man muss dabei auch immer sehen, die Stadt liegt dahinter. Das Elbufer ist erstmal das absolut Wichtigste und am stärksten Betroffene, diese Bereiche dort. Ja. Da muss man also auch immer erst nicht den Punkt B vor dem Punkt A machen. Also wir müssen geordnet vorgehen und der Bürger wird keinesfalls vergessen. Jetzt brauchen wir ihn ja auch. Ja. Also es muss Hand in Hand gehen und wir bitten da auch wirklich um Verständnis. Es wird sofort informiert, wenn irgendwas sich ändert. Ich befinde mich hier im Tierheim Schönebeck mit der Leiterin Karin Braumann. Frau Braumann, wie sieht es denn aus? Haben Sie sich schon vorbereitet auf das Hochwasser? Ja, wir sind eigentlich jetzt sehr gut vorbereitet. Wir hoffen zwar nicht, dass wir jetzt Wasser bekommen, aber wie gesagt, vorbereitet sind wir 100%. Die Tiere können alle gut untergebracht werden, falls es so sein sollte. Und woher haben Sie die Hilfen bekommen, um sich gegebenenfalls die Tiere unterzubringen? Wir haben viele Anrufe von Bürgern bekommen, wo wir uns noch ganz herzlich bedanken möchten, ja, für die große Unterstützung. Dann hatten wir von der SWB, da hätten wir ein Haus zur Verfügung in der Straße Jugend. Und dann im Sprengstoffwerk hätten wir auch noch eine große Lagerhalle, wo wir dann Hunde und eventuell auch Katzen unterbringen können. Das ist natürlich total toll. Brauchen Sie denn jetzt oder bräuchten Sie theoretisch noch verschiedene Dinge oder verschiedene Hilfen, um sich auf das eventuelle Hochwasser hier vorzubereiten? Ja, eventuell, wie gesagt, für die Tiere zum Transportieren. Ja, da bräuchten wir vielleicht noch Autos, aber sonst haben wir alles und sind eigentlich vorbereitet. Vom Rande des Salzblumenplatzes melde ich mich noch einmal, sehr geehrte Zuschauer, denn uns hat eine neue Pressemitteilung erreicht. Die technische Einsatzleitung hat entschieden, Pumpen einzusetzen, um die Maßnahmen des Verbaus am vom Rückstau betroffenen Sulgraben im nordwestlichen Stadtgebiet zu begleiten. Diese werden voraussichtlich keine wesentliche Senkung des Wasserspiegels mit sich bringen, aber die Maßnahmen des Verbaus doch dementsprechend sichern. Es soll in Richtung Froser Polder Elbe abgepumpt werden. Die Stadt hat sich um weitere Einsatzkräfte bemüht und jetzt nach verschiedenen Absagen doch THW-Kräfte erhalten können. Das Ganze in der Höhe von 250 Mann. Diese werden dann die Schutzmaßnahmen hier in Schönebeck weiterhin unterstützen. Zur Unterbringung bzw. zur Unterbringung dieser Kräfte wurde eine Turnhalle hergerichtet. Parallel dazu wurden Einsatzkräfte der einheimischen Feuerwehren noch einmal verstärkt. So Auszüge aus der aktuellen Pressemitteilung. Werden wir natürlich weiter unterwegs sein im Stadtgebiet Schönebeck an den Brennpunkten zum Hochwasser 2013.
Auf dem Busbahnhof hier in der Tischerstraße befinde ich mich jetzt am Mittwochnachmittag. Wie Sie sehen können, sehr geehrte Zuschauer, werden hier Sandsäcke gefüllt. Auch die Feuerwehr ist natürlich vor Ort. Was ist momentan alles hier so, sage ich mal, die Hauptereignisse, beziehungsweise was wird noch benötigt? Werden Helfer gebraucht? Wie ist die Situation? Also Helfer werden immer gebraucht hier. Wir machen einfach bloß auf Bevorratung, sind ja andere Truppen in Gange, die verteilen jetzt unten die Sandsäcke. Wie gesagt, es geht unten an der Elbe entlang. Zurzeit haben wir jetzt Ranis 30 Paletten gebracht. Wir haben immer bloß die kleinen Transportfahrzeuge gehabt, größere Fahrzeuge haben wir nicht so im Einsatz hier gehabt. 300 Tonnen Sand sind mittlerweile hier eingetroffen und sind aus Schulen, waren sie heute Morgen hier, also im Moment haben wir jetzt gezählt, die sich eingetragen haben, 230 Personen, die jetzt hier zur Zeit waren. Und wenn man hier so rumguckt, ich denke mal 100 werden auf jeden Fall zur Zeit hier sein. Ja. Ja, also Verpflegung hat gut geklappt. Wir haben viele Leute gehabt, die spontan Flaschen gebracht haben, Getränke gebracht haben, Würstchen gebracht haben. Dann haben wir dann auch als Logistik haben wir dann ja das Deutsche Rote Kreuz, die schon ein Zelt aufgebaut haben, die dann auch Sitzgarnituren hier zu stehen haben, damit die Leute, haben wir auch Essen bekommen. Okay. Von Magdeburg haben wir bekommen Würstchen, haben wir bekommen Kaffee, da kamen 3 PKWs vom Hochbauamt und also man muss wirklich staunen, wie groß die Resonanz hier ist. Also es packen alle wirklich mit an, es ist eine Gemeinschaft, jeder unterstützt jeden. Wenn es doch irgendwo klemmt, wo klemmt es momentan, wo könnte eventuell noch Unterstützung oder Material gebraucht werden? Im Moment warten wir auf 2.500 Paletten, weil Paletten sind alle gegangen. Ja. Die sollten schon seit Vormittag oder seit Mittag hier sein. Im Moment warten wir noch. Wir haben viele private Anbieter. Von Mühling sind welche, die 20 und 30 Paletten gebracht haben. Ja. Ja, also da helfen wir im Moment jetzt mit über Wasser. Okay. Da kommt jetzt gerade ein großer LKW wieder, ein weißer. Inwieweit das vielleicht Paletten bringt, muss man gucken. Aber wir sehen, sehr geehrte Zuschauer, es wird überall geschaufelt, geholfen, die Sandsäcke werden gestapelt. Also eigentlich kann man nur Danke sagen erstmal an alle die da sind, oder? Ja, genau so ist es. Ja, sehr geehrte Zuschauer, da bleibt mir eigentlich auch nur an dieser Stelle erst einmal Danke zu sagen an alle die ganze Sache hiermit unterstützen. Es wird aber auch in den nächsten Tagen, denke ich mal, noch weitergehen. Also wenn Sie Zeit haben, kommen Sie einfach her auf den Busbahnhof hier in Schönebeck in der Tischerstraße. Melden Sie sich bei den Verantwortlichen, denn jeder, der mithilft, der mitschippt oder Sandsäcke füllt, hilft auch der Stadt Schönebeck und somit sich selber. Ich muss euch ganz kurz unterbrechen. Ihr seid hier kräftig am Sandsäcke schaufeln. Warum macht ihr mit? Welchen Ansporn gibt es? Weil wir direkt auch an der Elbe wohnen und selbst davon betroffen sind. Und irgendwas muss man machen. Zu Hause rumsitzen und dennoch Hilfe verlangen, das ist nicht die feine Art. Seit wann seid ihr hier und wie viele Säcke habt ihr vielleicht schon gefüllt? Gerade mal 10 Minuten oder sowas, noch nicht lange. Okay, noch nicht lange. Und ihr, wann seid ihr hier? Zusammen auch gerade mal 10 Minuten. Wie viel habt ihr euch vorgenommen? So lange wie es geht, wie der Körper mitmacht? Oder? Heute Abend auf jeden Fall noch. Wie findet ihr das selber, dass doch so viele hier sind, mitmachen und die ganze Sache unterstützen? Das ist wirklich erstaunlich, dass so viele sich da betroffen fühlen und sich engagieren für sowas. Das ist genial. Was meint ihr, kam der Hilferuf von der Stadt zu spät oder ist es noch im Rahmen? Ich denke mal im Rahmen, weil es wurde immer hochgestockt. Am Anfang wurden noch nicht so viel angesagt, also an Wassermassen. Und jetzt ist es mittlerweile so viel, dass sie sagen, es läuft über die Deiche. Und ich denke mal, als jeder davon gehört hat, haben sie es begriffen und wollten jetzt auch mithelfen. Was würdest du denjenigen sagen, die das jetzt sehen? Leute, kommt her, packt mit an oder was würdest du sagen? Sicher, auch wenn ich jetzt nicht davon betroffen bin, helfen, helfen, helfen. Alles klar. Dann wünsche ich erstmal gute, volle Schaufeln, dass die Muskeln mitmachen und alles Gute für die Hochwassersituation. Eine Unterstützung kam auch von dir. Karton ist jetzt leer, was war drin? Wie unterstützt du die ganze Sache? Es war ganz frisch gebackener Kuchen aus den Begegnungsstätten des Behindertenverbandes. Wir haben also mit ehrenamtlichen Helfern mehrere Bleche Kuchen zur Verfügung gestellt, um den fleißigen Schönebäckerinnen und Schönebäckern hier ein bisschen Unterstützung zu geben, damit die Arbeit gut vorangeht. Leider sind die Mitglieder vom Behindertenverband ja nicht in der Lage, körperlich zu helfen, aber auf diesem Wege wollen auch wir zeigen, dass wir in den schweren Zeiten für die Stadt da sind. Alles klar, dann danke ich erstmal für diese Unterstützung. Natürlich weiterhin Schaffenskraft und vielleicht sieht man sich die Tage nochmal hier beim Hochwasser 2013. Ich hoffe zu erfreulicheren Ereignissen. Dankeschön. Danke dir. Tschüssi. Ciao.
Auch ihr helft hier mit beim Sandsäcke füllen. Warum helft ihr mit? Ja, weil es für die Heimat ist ein bisschen und ist ja gut für die Heimat. Das heißt, was macht ihr für Aufgaben? Was machst du zum Beispiel? Also ich mache eigentlich beides. Einmal Sandschaufeln und einmal Sack halten. Für die Heimat ist das ja auch und dann geht das ja immer. Macht man es gerne. Seit wann seid ihr denn hier? Ja, also seit 15 Minuten, 20 Minuten. Ihr kommt aber selber hier direkt aus Schönebeck. Seid ihr auch betroffen? Wohnt ihr an der Elbe oder gar nicht so betroffen? Ja, nicht so, aber es ist ja trotzdem... Ich eigentlich auch nicht. Ja. Ist halt schön, wenn man was freiwillig machen kann. Okay. Wenn jetzt Freunde von euch das sehen im Fernsehen, was würdet ihr denn sagen? Leute, kommt her oder... Ja, ich finde es einfach schön, wenn man so helfen kann, finde ich. Ja. Okay, super. Gut. Dein Name noch? Jannik Meyer. Und? Leon Kautz. Ja, ihr seid jetzt beide hier aus Magdeburg gekommen. Wie habt ihr davon erfahren? Warum seid ihr hergekommen? Also ich habe es über Facebook erfahren, über Hochwasser News Magdeburg. Und ja, dadurch, dass Schönebeck schon seit 2 Tagen schreit, haben wir gesagt, jetzt kommen wir hier helfen, weil Magdeburg wird jetzt keine Hilfe mehr benötigt. Und warum macht man sowas? Weil man sich gegenseitig hilft. Ja, okay. Weil man selbst nicht alleine gelassen werden möchte in solchen Momenten. Wir haben über Facebook wurde aufgerufen, dass in Schönebeck Hilfe gesucht wird und deswegen sind wir hergefahren. Warum macht man sowas? Man ist doch gar kein Schönebecker. Solidarität. Das würden bestimmt Schönebecker auch in Magdeburg tun, wenn Hilfe gebraucht wird. Mehr als genug. Findest du, dass sowas wichtig ist in solchen Situationen? Natürlich, klar. Zusammenhalt, zusammen sind wir alle stark. Und in Magdeburg sind sogar Leute aus Hannover gekommen und sowas. Also, wer mithelfen will, kann mithelfen. Thank you.
Unsere Eindrücke vom Hochwasser 2013, das waren die Bilder vom 5. Juni. Gleich nach der Werbung geht es weiter mit dem 6. und 7. Juni. Alle Ereignisse an diesen Tagen jetzt hier gleich bei uns im Regionalmagazin. Tradition, die sich bewährt. Die Fleischerei Bernau aus Schönebeck setzt seit vielen Jahren höchste Ansprüche an die Herstellung und den Verkauf frischer Fleisch- und Wurstwaren. Unsere aktuellen Angebote: Jagdwurst 100 Gramm zu 1 Euro, Leberkäse 100 Gramm zu 90 Cent, frisches Schweinefilet 100 Gramm zu 1,10 Euro, Schnitzelfleisch 100 Gramm zu 79 Cent, eingelegtes Nackensteak 100 Gramm zu 60 Cent und Sülze im großen Glas das Stück 2 Euro. Aufgepasst! Bei uns ist jetzt jeden Donnerstag Hausschlachtetag. Auch mobil sind wir mit unserem Wagen unterwegs. Ob Brumby, Güsten, Förderstedt oder Stassfurt. Besuchen Sie uns und überzeugen Sie sich von unserer Qualität. Ihre Fleischerei Bernau aus Schönebeck. Der Wonnemonat Mai verspricht der Monat der Geschenke zu werden. Bei Kilz Ambiente für Tisch und Küche finden Sie für die beginnende Hochzeitssaison das passende Geschenk. Wunderschöne Figuren, Glasteller und Gläser mit individuellen Gravuren machen den schönsten Tag im Leben unvergesslich. Mama ist die Beste. Und das zeigen wir nicht nur am Muttertag. Edle Mutter-Kind- oder Mutter-Vater-Kind-Figuren sind ebenso tolle Geschenke wie die liebevoll gestalteten Hänge- oder Leuchtschilder. Am 30. Mai ist der Mann wieder der Held des Tages. Um ihn an diesem Tag zu verwöhnen, haben wir die schönsten Überraschungen. Bierflaschen in kreativen Verpackungen oder original Schweizer Taschenmesser lassen das Männerherz höher schlagen. Alle Geschenke können bei uns mit einer individuellen Gravur versehen werden. Kilz Ambiente für Tisch und Küche am Markt 5. Ihr Ansprechpartner, wenn es um Überraschungen geht. Unübersichtlich und kompliziert war gestern. Dank unseres Kundenportals MeinSWS sind Sie immer aktuell über Preise, Zählerstände und Veränderungen informiert. Sie möchten Ihre monatlichen Abschläge anpassen, persönliche Daten ändern? Dann besuchen Sie uns jetzt online per Smartphone, Tablet oder PC, bequem von zu Hause oder unterwegs. Natürlich sind wir auch weiterhin für alle Fragen und Anregungen im Stadtwerkehaus für Sie da. Ihre Stadtwerke Schönebeck. Die Fleischerei Brinkmann in Altfrohse erstrahlt nach dem Umbau in neuem Glanz. In der Fleisch- und Wursttheke finden Sie nicht nur das passende Grillfleisch, sondern auch alles von Spießen über Wurst bis hin zu leckeren Salaten. Der Platten- und Buffet-Service ist umfangreich, ansprechend gestaltet und ein wahrer Genuss für große und kleine Anlässe. Gemütlich wird es in der neu gestalteten Imbissecke. Genießen Sie Soljanka oder Schnitzel frisch zubereitet direkt vor Ort. Qualität und immer freundliche Beratung. Fleischerei Brinkmann, weil es nicht wurscht ist, wo man Wurst isst. Ihr PC geht nicht mehr an oder braucht ewig zum Hochfahren? Ein Virus zerstört Ihre Festplatte oder er überhitzt sehr schnell? Alle Reparaturen führen wir schnell, zuverlässig und protokollbasierend durch. Computerservice Bernd Jungnickel in der Republikstraße 40a in Schönebeck. Ihr regionales Fernsehen können Sie jetzt auch in HD im neuen Lokal-TV-Portal HD empfangen. Hierzu benötigen Sie ein HBB-TV-fähiges Fernsehgerät mit integriertem Satellitentuner oder einen externen HBB-TV-fähigen Satellitenreceiver. Verbinden Sie Ihr Empfangsgerät per LAN-Kabel oder WLAN mit dem Internet und schalten Sie auf das Lokal-TV-Portal. Sollten Sie das Portal noch nicht in Ihrer Sendeliste haben, dann führen Sie einen manuellen Sendesuchlauf durch. Das Portal finden Sie auf der Frequenz 11.552 MHz unter der Sendekennung Lokal-TV-Portal HD sowie die Infotafel des Lokal-TV-Portal auf Ihrem Fernsehbildschirm zu sehen ist, sollte das Portal automatisch starten. Wenn die Menüauswahl bei Ihnen nicht erscheint, drücken Sie die rote Taste auf Ihrer Fernbedienung. Jetzt brauchen Sie nur noch das Bundesland und Ihren regionalen Sender auswählen. Mit der OK-Taste starten Sie das Programm.
Weitere Informationen finden Sie auf den folgenden Internetseiten. Wir machen Werbung im Elbe-Kanal, um in der Region präsent zu sein. Elbe-Kanal, das ist mein Sender. Willkommen zurück aus der Werbung, sehr geehrte Zuschauer, zum Regionalmagazin am heutigen Freitag, dem 7. Juni 2019. Für alle Zuschauer, die neu dazugekommen sind, wir haben heute eine Sondersendung zum Pfingstwochenende. Wir blicken noch einmal 6 Jahre zurück auf die Ereignisse des Hochwassers 2013. Die ersten Tage haben wir bereits hinter uns. Nun möchten wir auf den 6. und 7. Juni blicken. Hier also die Geschehnisse an diesen Tagen 2013. Schönen guten Morgen, sehr geehrte Zuschauer. Ich bin hier am aktuellen Brennpunkt, genauer gesagt bei Teutloff. Sie sehen es, der Quickdamm bzw. die mobile Schutzwand wurde ja errichtet. Diese wurde jetzt schon mit Spanplatten und anderen Platten aufgerüstet. Dennoch gibt es das Drängwasser, was bereits sich hier bemerkbar macht. Auch viel Platz ist nicht mehr, das kann man aus der Perspektive sicherlich auch gut sehen. Nicht mehr ein Meter ist noch Platz bis zur Oberkante der Wand. So die aktuelle Situation hier bei Teutloff in Schönebeck. In der Wilhelm-Helge-Straße, genauer gesagt am Sohlgraben, am Donnerstagvormittag befinde ich mich jetzt gerade. Hier sind THW-Kräfte dabei, gerade diese Sandsackbarrieren zu bauen bzw. den Sohlgraben zu verbauen, damit auch die Anwohner bzw. die Häuser und auch die Unternehmen hier in der Region bzw. in diesem Gebiet nicht von den Wassermassen dann überrascht werden bzw. dass die Wassermassen bis dorthin kommen. Wir hatten gestern schon bereits berichtet, wie der Sohlgraben hier aussieht. Darüber hinaus hat sich das Ganze natürlich doch dramatisch zugespitzt. Die Wassermassen sind gestiegen bzw. der Sohlgraben ist gestiegen. Einige Bilder davon haben wir Ihnen jetzt hier einfach mal aufbereitet bzw. zeigen Ihnen diese gerade. Auch die Kita Regenbogen, gelegen hier an der Wilhelm-Helge-Straße, kurz hinter dem Sohlgraben, ist natürlich von dieser Sache betroffen. Auch hier haben die Kräfte des THW dementsprechende Sandsackverbauungen vorgenommen. Sie sehen, die Kinder sind noch am Spielen, relativ unbetroffen bzw. uneingenommen von dieser ganzen Sache. Ein wunderschönen Hallo, Grüße, Tag. Ja, Sie sehen, sehr geehrte Zuschauer, die Kindereinrichtungen sind in Schönebeck noch geöffnet, denn noch besteht keine akute Gefahr für diese. Welche Kitas offen bleiben und ob auch die Schulen geöffnet bleiben bzw. verkürzten Unterricht haben, all das bringen wir heute noch in Erfahrung für Sie und werden es hier an dieser Stelle dann dementsprechend veröffentlichen und Sie darüber informieren. Die aktuelle Situation hier in Schönebeck, genau gesagt in Altfrohse, so sieht es aus. Bei den Bewohnern hier bereits im Garten steht das Wasser nicht mehr weit weg. Dann hat es auch die Terrasse und dementsprechend die Häuser erreicht. Gestern Abend wurden hier durch die Kräfte des THW die ersten Sandsack-Schutzeinrichtungen verbaut. Heute sieht die Situation hier so aus, dass diese Schutzeinrichtungen bereits fertiggestellt sind. Kleine einzelne Stellen werden dementsprechend noch aufgestockt, aber das Wasser, es kommt und auch noch mehr Wassermassen werden hier erwartet. Inwieweit sich die Situation hier in Altfrohse zuspitzt, darüber werden wir natürlich auch weiter hier bei uns beim Elbe-Kanal berichten.
2002 stand es bis an der Ecke, weiter nicht. Hier, bis hierher. Ja. Dann haben sie noch im Internet noch gesagt, dass die Pumpen angeschlossen werden. Und heute Morgen schreiben sie eine Zeitung, sie pumpen nicht mehr. Hier wollen sie einen Damm bauen. Das ist doch unverantwortlich, ist das. Hier baut doch ich sage auf ab. Wenn es hier knallt, dann haben wir alle keinen Strom, weil ich meinen Verteiler unter die Decke gebunden habe. Wir saufen hier alle ab. Und sie lassen sie hier vollkommen im Stich. Und Herr Hahn ist im Urlaub. Ja, wer weiß, wo der rumschießt. Ja. Wir bauen Sand, Wald. Jetzt, ja. Jetzt können sie keinen Sandsackwald mehr hier hinbauen. Aber es kommt hier keiner. Da stehen ja die vom THW. Die wissen auch nicht. Die schimpfen ja auch vom THW, was Schönebeck hier loslässt. Das ist ja nicht das Schlimmste. Das heißt, was würden Sie jetzt fordern? Oder was wäre Ihre Bitte? Meine Bitte wäre, dass da die Pumpe angespült, dass der Sojam abgepumpt wird. Dann sind wir wieder aus dem Schneider raus. Ich meine, wenn der Strom zu teuer ist, ich würde was bezahlen. Das wäre mir scheißegal. Weil doch jemand die Kosten rummeckert. Ja, aber rumfahren. Gutachten können Sie einholen. Jede Menge Gutachten. Und bezahlen tun Sie dafür einen Haufen Geld. Aber machen tun Sie nichts. Jetzt befinde ich mich hier an der Stadionstraße in Schönebeck, hinter mir der Sulgram. Auch Kräfte des THW und freiwillige Helfer sind vor Ort an der Zahl, ich sag mal ungefähr 50 Personen. Hier sollte eigentlich der Sandsackdamm errichtet werden, doch die Personen haben zurzeit nichts zu tun, denn es fehlt an Sandsäcken. Inwieweit das logistisch in den nächsten kommenden Minuten oder auch Stunden geklärt wird, bleibt natürlich abzuwarten. Nur schade, dass solche Situationen eintreten. Personen warten, dass sie was tun können, können nichts tun, da einfach das Material fehlt. Die technische Einsatzleitung hat getagt. Am Donnerstagvormittag neben mir steht wieder Pressesprecher der Stadt Schönebeck, Herr Wannewitz. Herr Wannewitz, aktuelle Tagung hat einige neue Erkenntnisse mit sich gebracht. Ich fange mal mit dem vielleicht wichtigsten an. Sandsäcke stehen ab sofort für die Bevölkerung bereit. Ist das so? Und wenn ja, wo gibt es sie? Nein, ab sofort noch nicht. Aber es ist tatsächlich endlich soweit. Jetzt sind wir dabei, einen Platz, nämlich den Parkplatz an der Bölzigstraße, herzurichten für die Bevölkerung. Dort können dann jetzt in Kürze, das wird aber noch bekannt gegeben, okay, wann genau, die Bürgerinnen und Bürger sich Säcke, Sand abholen und auch befüllen. Also Sandsäcke sind dementsprechend in Arbeit, auch für die Bevölkerung. Eine ganz entscheidende Rolle spielt momentan auch der Sulgram in Bezug auf das Gewerbegebiet am Strimsgraben. Dort gibt es ja viele Unternehmen, Autohäuser und so weiter. Wie sieht das da aus? Gibt es da aktuelle Informationen? Gepumpt wird ja nicht, laut Aussage, weil die Wassermassen zu viel wären. Aber was kann man den Bewohnern, den Unternehmen im Strimsgraben sagen? Ja, gut, dass Sie das nochmal fragen. Wir wissen, dass die Unternehmen in großer Sorge sind und müssen uns da als Einsatzleitung wirklich auf die Urteile der Fachleute verlassen. Mhm. Anders geht es einfach nicht. Mhm. Dort bleibt nach wie vor die Nachricht so, dass nicht gepumpt wird. Es werden keine Pumpen eingesetzt, weil die Pumpen das einfach nicht schaffen würden. Der Sulgraben ist diesmal so voll wie noch nie. Ja. Es wäre sinnlos, die einzusetzen. So wurde uns das gesagt. Das bedeutet, die ansässigen Unternehmen sollten sich schon darauf vorbereiten, ich sag mal ganz, ganz böse gesagt, nasse Füße zu bekommen. Weiß ich nicht, ob das wirklich so ist. Eine Vorbereitung ist immer richtig, aber die Maßnahmen beginnen ja dort auch in Richtung dann auch Helgestraße runter und so weiter. Die Schutzmaßnahmen und ich weiß auch nicht,
jetzt genau den Meterpunkt, wo die ansetzen. Ja, aber es wurde halt gesagt, auf großer Strecke wird der gesichert, der Sohlgraben. Wie sich das auswirkt, vermag ich als Nicht-Fachmann nicht zu sagen an dieser Stelle. Nachdem wir bereits heute Morgen hier an den Wächterhäusern für Sie vor Ort waren und gezeigt haben, wie sich die Situation hier dargestellt hat, konnte durch den städtischen Bau Schönebeck doch Sicherungsmaßnahmen eingerichtet werden. Der Schutz oder die Schutzwand konnte erhöht werden, dementsprechend weiter gesichert, sodass, wenn denn mehr Wasser bzw. ein höherer Pegel erwartet wird, auch das Ganze hier dementsprechend standhält. Ja, Sie sehen es wurde Folie, es wurden Holzbalken aufgeschraubt, aufgenagelt. So sollen die Wassermassen zurückgehalten werden. Wie man sieht, es dringt nicht mehr allzu viel Wasser hindurch. Somit wurde das Soll für heute erstmal hier bei den Wächterhäusern erfüllt. Zu Gast bei Ambulanzmobile GmbH hier in Schönebeck, Gewerbegebiet Barbier Straße. Neben mir steht Geschäftsführer Herr Schwarz. Herr Schwarz, vieles wurde schon weggeräumt. Wir sehen hier noch ein paar Fahrzeuge, die momentan noch aufbereitet werden oder fertig gemacht werden. Wie hat man sich hier darauf vorbereitet? Was passiert mit den Fahrzeugen noch? Also speziell bei diesen Fahrzeugen handelt es sich als Kundenfahrzeuge für das Weiße Kreuz in Südtirol. Die Fahrzeuge, da gibt es einen fest vereinbarten Termin, werden am Montag abgeholt. Wir machen die jetzt noch komplett fertig. Aufgrund der Hochwassersituation gehen die Fahrzeuge nach Magdeburg und werden dann in Magdeburg am Montag an den Kunden übergeben. Und ich denke, das sind auch die letzten, die wir jetzt vorläufig produziert haben. Was ist in den Produktionshallen passiert, beziehungsweise in üblichen oder anderen Räumlichkeiten? Also wir haben gestern habe ich entschieden, dass wir die Produktion stoppen. Wir haben also begonnen, die ca. 350 Kundenfahrzeuge in höhere geografische Lagen im Umkreis von Schönebeck zu bringen. Das ist heute abgeschlossen worden und wir werden also jetzt die Hallen außen sichern. Es sind alle wichtigen Geräte ca. 1,50 Meter nach oben gebracht worden. Die Büros werden ausgeräumt und ich denke, dass wir, wenn alles klappt, morgen damit fertig sind und dann ist absolut die Firma zumindest bis zu einer Höhe von 1,50 Meter gesichert. Sollte etwas höher passieren, dann haben wir keine Chance mehr. Das heißt, die Produktion steht, stoppt. Das bringt sicherlich auch finanziellen Ausfall mit sich. Wie kann man den ungefähr einschätzen? Beziehungsweise was ist mit den Mitarbeitern in der Zeit? Also die Mitarbeiter werden voraussichtlich, wir haben ja bei den Produktionsmitarbeitern ein Stundenkonto. Die können also das Stundenkonto dann abbauen. Dafür macht man sowas, das gibt es ja in vielen Unternehmen. Die Angestellten werden in der Regel Urlaub nehmen. Und wir werden versuchen nach dem Hochwasser, und das denke ich mal, da werden auch alle Mitarbeiter mitziehen, werden wir mit Sonderleistungen, sicherlich auch mit Überstunden, die Produktionsausfälle, das sind so am Tag ca. 150.000 Euro, die wir hier verlieren. Das ist eine Größenordnung und ich denke, dass wir das dann bis zu den Betriebsferien im August müssen diese Verluste wieder aufgeholt werden. Eine abschließende Frage vielleicht zum Thema Zusammenarbeit bzw. Informationsfluss von Seiten aus der Stadt bzw. des Krisenstabes der technischen Einsatzleitung. Inwieweit hat man sich hier informiert gefühlt oder ist das alles jetzt auf Selbstengagement hinzuführen? Also ich sage mal ganz klar, im Gegensatz zum Hochwasser von 2002 ist aus unserer Sicht die Informationspolitik der Stadtverwaltung eine Katastrophe. Wir haben im Prinzip so gut wie keine Informationen. Wir holen uns die Informationen aus dem Internet, aus den Medien. Und ich bin hier mit vielen Geschäftsführerkollegen auf dem Gewerbegebiet einig,
Wir werden jetzt dafür sorgen, dass die Verantwortlichen in der Stadtverwaltung auch entsprechend hoffentlich so viel Druck kriegen, dass sie überhaupt begreifen, dass wir als Unternehmen nicht nur Arbeitsplätze haben, wir sind ein stabiler Gewerbesteuerzahler und scheinbar haben das weder die Stadträte noch die Stadtverwaltung verstanden. Wir werden den Leuten nach dem Hochwasser, wenn die Produktion wieder läuft, gemeinsam eine ganze Reihe Geschäftsführer werden wir uns dazu äußern und wir werden den Druck aufbauen, den die Leute eigentlich, denke ich mal, brauchen, damit hier auch begriffen wird, wir sind ein Unternehmen oder wir sind viele Unternehmen im Gewerbegebiet. Wir haben eine soziale Verantwortung, wir haben eine finanzielle Verantwortung für die Stadt und im Gegensatz verlangen wir von der Stadtverwaltung eine klare Informationspolitik. Leider Gottes ist unser Oberbürgermeister auch nicht da, wie in den meisten anderen Städten. Das ist schon bezeichnend für diese Situation. Aber wir werden uns dazu äußern und zwar an gegebener Zeit oder gegebener Zeit und Stelle, weil so kann man das nicht machen. Wir sind völlig auf uns allein gestellt. Möchte aber auch nochmal den Dank an einige Einrichtungen geben. Wir haben heute Morgen von der kommunalen Berufsschule eine komplette Klasse als Unterstützung bekommen für die Sandsäcke, sage ich mal. Es gibt einige Bürger der Stadt Schönebeck, die sich freiwillig gemeldet haben, uns zu unterstützen. Ich denke, da erkennt man die Solidarität. Und diese Solidarität hätte ich von der Stadtverwaltung erwartet. Da ist aber leider Gottes nichts passiert. Sehr geehrte Zuschauer, so die ersten Meinungen hier aus dem Gewerbegebiet Barbier Straße. Herr Schwarz, ich bedanke mich erstmal für die ersten Einschätzungen. Wünsche, dass es auch bei Ihnen hier relativ trocken bleibt. Ja, und Ihnen, sehr geehrte Zuschauer, wir berichten natürlich weiter aus dem Katastrophengebiet hier in Schönebeck.
Schönen guten Morgen, sehr geehrte Zuschauer. Der Freitagmorgen. Wir befinden uns hier im Gewerbegebiet am Stremskram. Neben mir Herr Mertens, ein Unternehmer hier im Gewerbegebiet am Stremskram. Wie ist die aktuelle Situation? Das Wasser steht bis ran. Was macht ihr gerade? Wir befüllen jetzt selber die Sandsäcke. Von der Stadt hatten wir bis jetzt noch keine Unterstützung, die jetzt maßgeblich dazu beigetragen hat, hier die Gefahren ein bisschen abzuwehren. Wir fahren jetzt mit eigenen Fahrzeugen. Ihr seht im Hintergrund, wir haben auch Bagger organisiert, dass wir so einigermaßen uns selber hier vor dem Wasser schützen. Der Stammskram ist voll und versuchen jetzt mit eigenen Kräften uns hier selber über Wasser zu halten. Es war doch aber von der Stadt zugesichert, dass hier ein Damm gebaut wird. Gab es dazu irgendeine Info bis jetzt? Also bis dato ist noch niemand da gewesen von der Stadt. Wir warten drauf, dass noch jemand kommt, aber zusätzlich versuchen wir natürlich mit eigenen Mitteln im Vorfeld alles dazu zu tun, um das Wasser von den Gebäuden fernzuhalten. Sollte da jemand kommen, freuen wir uns natürlich darüber, aber bis dato haben wir keine Informationen. Also heute Morgen sollte eigentlich ganz normal geöffnet werden, aber dazu kommt es heute nicht mehr. Wie sieht's aus? Wir unterhalten uns alle seit Tagen über Scheitelpunkte, Elbe und Höchststände und 2002. Und dann kommt man auf den Freitag ganz normal entspannt auf den Parkplatz gefahren und man hat, ich sage mal, den Neustädter See auf dem Parkplatz. Da ist man natürlich ganz schön gefrustet. Also wir versuchen das jetzt hier in Eigenregie und ich hoffe, dass wir das soweit eindämmen können. Und betet mal bitte für uns, dass es nicht in den Markt läuft. Wir drücken die Daumen. Das heißt, der Sulgram ist momentan gar nicht so das Komplizierte oder das, was so, sag ich mal, ja, das Bedrohende, sondern doch eher die Gullianlagen, sprich die Abwasserkanäle. Das mit dem Sulgram kommt noch ja erschwerend hinzu. Wir wissen nicht, was das für Auswirkungen hat, dass die Stadt diesmal nicht pumpt. Das kann uns keiner sagen. Die Höchststände oder wie hoch das Wasser kommt, sagt uns niemand. Also Informationspolitik ist schwierig. Das heißt, man hätte sich doch mehr von der Stadt erwartet? Naja, was heißt, man kann sich ja in so einer Situation immer das Beste und das Tollste erhoffen, aber zumindest, dass mal jemand kommt und sagt, also achte mal nicht auf deinen Gram, sondern auf die Kanalisation, das könnte da hochdrücken, wär schon toll, wäre schon wirklich toll gewesen. Seid ihr Zuschauer, angespannte Lage hier im Gewerbegebiet am Stremskram. Wir sind weiter unterwegs in Schönebeck. Ein weiterer Brennpunkt in Schönebeck am Freitagvormittag ist natürlich der Sulgraben hier an der Wilhelm-Helge-Straße. Hinter mir sehen Sie einen Schlauch der Feuerwehr, der das Wasser von der Wilhelm-Helge-Straße zurück in den Sulgraben pumpt. Weitere Deichsicherungsmaßnahmen, Deicherhöhungsmaßnahmen sind, wie wir hier gerade sehen können, am Laufen. Sowohl das THW als auch natürlich der städtische Bauhof und freiwillige Helfer sorgen dafür, dass der Deich erhöht wird. Auch die Kindertagesstätte ist momentan damit beschäftigt, noch letzte Sicherungsmaßnahmen vorzunehmen. Soweit erstmal der aktuelle Stand und die aktuellen Bilder hier vom Sulgraben in der Nähe der Wilhelm-Helge-Straße.
Genau. Man muss auch für wenig Beute mal arbeiten. Das ist das Gold, was wir jetzt haben. Unterwegs am Brennpunkt hier in Schönebeck, genauer gesagt an der sogenannten Fährlake. Denn das ist das Gebiet, wo wir jetzt stehen, unterhalb der Elbbrücke. Dort, wo normalerweise die B246A nach Plötzky um Prezin bzw. Ranis führt. Diese Stelle ist bereits seit mehreren Tagen überflutet. Wir sehen, wie das Wasser mit welcher Geschwindigkeit und Kraft hier langströmt. Auch die Anwohner hier hinter dem Deich sind momentan damit beschäftigt, die Keller leer zu pumpen. Auch dort kommt natürlich das Drängwasser, das Grundwasser mittlerweile durch. Also auch hier hat jeder alle Hände voll zu tun. Wir sehen es im Hintergrund, das THW fährt und auch die Bundeswehr mittlerweile Sandsäcke über die Elbbrücke in die umliegenden Ortsteile von Schönebeck. Plötzky, Elbenau und auch Ranis, dort müssen die Deiche verstärkt werden. So der Stand am Freitagvormittag hier von der Fährlake in Schönebeck. Ich danke erstmal und gebe zurück zu einem weiteren Brennpunkt hier in Schönebeck. Vom Streckenweg hier in Schönebeck melde ich mich sehr gerne Zuschauer. Wie Sie sehen können, auch hier sind Sicherungsmaßnahmen im Gange. Hier helfen sich die Bewohner und Anwohner und natürlich auch freiwillige Helfer selber. Es wurden Sandsäcke gefüllt, dementsprechend dann per Menschenkette durchgegeben, um auch hier die Wand, die momentan die Wassermassen zurückhält, noch weiter abzusichern. Eigeninitiative und Solidarität, das sind, glaube ich, die meist gewünschten bzw. meist benutzten Wörter, mit denen man hier die Situation in Schönebeck beschreiben kann. Ja, noch mit guter Laune bei schönem Wetter, die Anwohner, ich denke mal, das hilft auch dann, die Sandsäcke dementsprechend weiterzugeben und weiter zu befüllen. Ein besonderer Dank hier am Streckenweg gilt natürlich auch der Feuerwehr Aschersleben, welche hergekommen ist, um hier dementsprechend mitzuhelfen. Einige Kameraden sehen wir hier drüben, die kräftig mit anpacken. Also an dieser Stelle natürlich auch ein Dank an die Feuerwehr aus Aschersleben und stellvertretend an alle Helfer, die in dieser Hochwassersituation hier für Schönebeck da sind. Ein weiterer Punkt, wo es momentan durch die Mauer durchdringt, durchsickert, ist hier weiterhin bei den Wächterhäusern kurz vor dem Gebäude von Teutloff. Auch hier sieht man, dass die Wassermassen durch die Barriere durchrieseln, durchströmen. Ein bisschen Platz ist noch bis zur Oberkante, sehr geehrte Zuschauer. Ich gehe einfach mal rüber. Na, grob geschätzt 30 cm, 30, maximal 40 cm Platz sind es noch hier an dieser Wand, an dieser Stelle. Die Wassermassen strömen durch, die Feuerwehr sorgt dafür, dass das Schlimmste verhindert wird, pumpt zumindest Teile dieser Wassermassen hier wieder zurück in das Flussbett der Elbe, so würde ich das einfach mal nennen. Es bleibt noch abzuwarten, ein bisschen steigt der Pegel noch, Samstagmittag soll dann der Höchststand erreicht sein, dann stagniert es, dann soll es langsam wieder fallen. Also wir hoffen, dass es auch dabei bleibt, dass kein weiterer höherer Pegel dann erwartet wird. Bereits die Bundeswehr als auch das THW sind natürlich dabei, die Dämme und die Deiche rings um Schönebeck herum zu sichern. So wird erstmal die Einschätzung hier von den Wächterhäusern bei Teutloff weiter zu weiteren Brennpunkten. An der alten Fähranlegestelle in Schönebeck hinter mir das Restaurant Elbblick. Wir sehen natürlich weitere Kräfte, die hier kräftig am Sandsäcke tragen und verbauen sind, um natürlich auch die Häuser dort drüben dementsprechend zu schützen. Wir sehen auch, die Feuerwehr hat Pumpen eingerichtet, um hier das Drängwasser, was hinter die Wand gekommen ist, wieder zurück in die Elbe zu pumpen, um einigermaßen die Wassermassen hier von den Häusern bzw. von der Straße fernzuhalten. Auch hier sehen wir natürlich viele Leute, die mit anfassen, viele Leute, die dementsprechend hier zum Schauplatz gekommen sind, um zu schauen, wie es hier aussieht.
Dort hinten sehen wir, wie gesagt, mit Paletten und Sandsäcken wurde größtenteils alles schon abgesichert. Auch ein heißer Punkt, wo hier heiß umkämpft wird, ob denn die Wassermassen zurückgehalten werden können, bleibt hier auch abzuwarten. Wir drücken auf alle Fälle die Daumen. Ich befinde mich jetzt hier direkt am Ufer bzw. zwischen Elbe und Saline Häusern. Auch hier werden nach wie vor Sandsäcke verbaut. Die Helfer und Anwohner kümmern sich darum, hier weitere Sandsackwälle aufzubauen, um denn die Wassermassen, die doch durch den Aquabarrier bzw. durch den Wasserschutzdamm durchdringen, aufzuhalten. Bis an manche Haustür ran steht bereits das Wasser. Darüber bzw. davon konnten wir uns hier an dieser Stelle überzeugen. Die Bilder zeigen es auch. Auch hier Solidarität ganz groß. Jeder hilft jedem. Ein provisorischer Damm, den die Anwohner hier bei den Salinehäusern errichtet haben. Sie sehen es hinter dem Damm, das Wasser dementsprechend. Hier davor kann ich momentan noch im gerade so trockenen sitzen. Also auch hier wurde der Damm relativ gut gebaut, verbaut. Inwieweit die Wassermassen natürlich auch hier zurückgehalten werden können, auch das bleibt abzuwarten. Momentan gibt es erstmal somit eine erhöhte Schutzfunktion bzw. eine Rückhaltung des Wassers, damit hier die Salinehäuser dementsprechend nicht so stark betroffen sind. Fünf Stunden ist es her, dass wir hier vom Parkplatz des Praktikerbaumarktes berichtet haben am heutigen Freitag, sehr geehrte Zuschauer. Seitdem ist einige Zeit vergangen, aber es hat sich auch viel verändert hier bei Ihnen auf dem Parkplatz, Herr Else. Was ist passiert und wie ist die aktuelle Lage? Du kannst dir das gar nicht vorstellen. Heute Morgen um 8 war die Lage gefühlt hoffnungslos. Wir standen alleine da mit 20 Mitarbeitern, haben angefangen, die Waren aus dem Laden rauszuschleppen. Und jetzt vor einer Stunde rückt hier eine Hundertschaft von der DLRG an, aus Westfalen, und sagen, Jungs, wir sind jetzt mal da und helfen euch. Okay. Das ist einfach ein Traum, was hier innerhalb von kürzester Zeit dann bewegt wird. Ich bin gerade begeistert und gleichzeitig ergriffen, weil in so einer schweren Situation gibt es dann wirklich noch Helfer, die dann von weit her kommen und dann einfach hier den Schönebeckern tatkräftig zu helfen. Und auch regional, ich kann es einfach bloß noch mal sagen, die Jungs haben seit 22 Uhr hier nichts zu essen bekommen. Okay. Und dann ruft man einfach ein befreundetes Restaurant an, Los Gauchos, und der ist dann einfach mal spontan bereit, hier mit 250 Brötchen zu kommen, die mit Schnitzeln belegt sind. Also es ist einfach nur ein Traum, es ist einfach ein Wahnsinn. Und ich möchte mich hier an der Stelle noch mal bedanken bei allen Beteiligten. Was hier geschafft wird, ist einfach nur großartig. Schönebeck am Elbtor, momentan das Wasser hinter dem Deich ist weg, aber es war wichtig, noch weitere Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Wie sehen die aus? Was wird gerade gemacht? Ja, hier am Elbtor gibt es eine alte Ufermauer für den sogenannten Hügel. Diese Ufermauer ist desolat. Vor mehreren Monaten hatte ich das mal festgestellt, habe das der Stadtverwaltung mitgeteilt. Diese Ufermauer muss erneuert werden und jetzt sieht man eben, was das für Auswirkungen haben kann. Also das Drängewasser durch den höheren Außenwasserstand sprudelt nun munter nach innen. Und als ich hier vorbeikam, habe ich eben gesehen, dass man mit aller Kraft versucht, dieses Wasser abzupumpen. Aber das ist fachlich völlig falsch. Also jetzt wird, nachdem ich das mit dem Mann von der Feuerwehr bzw. THW besprochen habe, das so, von der Wasserwehr in dem Falle, ja, besprochen habe, wird das so gemacht, wie man auch ein Deichschloss macht. Also ein Gegendruck erzeugen, indem Innen- und Außenwasserstand durch ein Becken im Innenbereich sich ausgleichen können, und dann brauche ich nicht mehr pumpen. Die Mauer ist stabil und alles andere muss man dann sehen, wenn das Hochwasser zurückgegangen ist. Man muss diese Mauer eben dringend sanieren. Wie finden Sie, dass das doch so viele Jugendliche, so viele Helfer dabei sind, um das Ganze zu machen? Ja, ich finde das toll. Das hat langsam Volksfestcharakter und viele junge Leute vor allen Dingen freuen sich irgendwie auch mal so dabei zu sein, und bis in die Nacht wird da überall geschippt und geschuftet. Ja, heute ist die Saale angekommen im Unterlauf mit ihrem Höchststand, und die Elbe wird wahrscheinlich morgen ihren Höchststand haben mit ungefähr 7,50 Meter am Pegel Barbie, und dann bleibt es natürlich erstmal lange auf hohem Niveau,
bis es dann deutlich absinkt. Also es wird ein sehr langer Hochwasserscheitel und ich denke mal, bald noch 2 Wochen wird das Prenziner Wehr mindestens geöffnet sein. Also davon kann man jetzt schon ausgehen. Ja, Hauptproblem hier in Schönebeck ist natürlich der Sohlgraben-Rückstau. Leider hat man verschiedene Maßnahmen zu spät begonnen oder gar nicht begonnen. Also es ist sehr, sehr ärgerlich, dass man früh in der Sitzung Hinweise gibt, die dann einfach über den Tag nicht erfolgen. Es fehlt wirklich eine straffe Führung, aber das ist nicht mein Problem. Da muss die Stadt das auswerten und das muss sich völlig ändern. Sie konnten sich ein paar erste Einblicke machen, nicht nur hier von Schönebeck. Wie stellt sich die Situation momentan im Land dar? Wir haben noch nicht so viel Wasser im Land gehabt wie derzeit. Dadurch, dass auch die Zuflüsse der Elbe Hochwasser haben, wie wir es noch nie gekannt haben. Und diese Mengen sind bisher nirgendwo in irgendwelchen Berechnungen niedergeschlagen. Und die Deichbemessungen sind logischerweise selbst nach 2002 für so etwas nur bedingt geeignet. Deswegen ist es wichtig, dass wir verstärken, dass wir Sandsäcke stapeln und dass wir die Städte Calwe, Schönebeck, Magdeburg und darüber hinaus in den Norden hinein retten vor diesen Hochwassermassen. Momentan sehen die Prognosen ja so aus, dass wir 2002 deutlich überschreiten. Aber noch können wir es schaffen. Das heißt, alle Kräfte müssen zusammengenommen werden, dass wir dort an den Schwachstellen so verstärken, dass das Wasser nicht überläuft. Sie können sich auch heute direkt hier kurz vor Schönebeck auch in Gottes Gnaden einen Einblick verschaffen. Wie ist da die Lage gewesen? Was sind so die Eindrücke, die man aus solch einer Besichtigung mitnimmt? Man sieht, wie tagelang die Menschen dort kämpfen, Sandsäcke stapeln und versuchen, gegenzuhalten. Und dann bin ich genau in dem Moment nach Gottes Gnaden gekommen mit dem Landrat, als festgestellt wurde, dass die Bundeswehr abziehen muss, dass dort Hilfsmöglichkeiten nicht mehr gegeben sind, einfach weil die Schwachstellen zu groß sind und dass wir die Menschen dort einfach evakuieren müssen, um sie vor diesen Gefahren auch zu retten. Und deswegen mussten wir uns dort wirklich mit den Menschen auf den Platz stellen und sagen, Leute, jetzt geht es um Leib und Leben und um die Kinder. Jetzt muss erstmal das Menschenleben gerettet werden. Alles andere kann man irgendwie wieder ersetzen. Bitte verlasst jetzt euren Heimatort und dann müssen wir sehen, wie es in den nächsten Tagen weitergeht. Das war einer der schwierigsten Momente, die ich jemals erlebt habe in meinem Leben. Eine weitere Frage, versorgungstechnisch, es sind Hilfskräfte vor Ort angefordert, Sand, Säcke, alles vor Ort. Aber was beeindruckend ist, finde ich, in dem, was wir bis jetzt hier gesehen haben, dass ganz viele Jugendliche in diesem Jahr helfen. Ja. Sage mir kein Mensch mehr, auf die Jugend kann man sich nicht verlassen oder die Jugend wäre heute schlechter als früher. Ganz im Gegenteil. Das, was wir hier erleben und was auch über Facebook auch teilweise aktiviert wurde, aber auch durch die Medien, das ist einzigartig. Man sieht, dass die jungen Menschen einfach auch an ihrer Heimat hängen, kämpfen und auch das als Herausforderung sehen, sie nicht einfach den Wassermassen ergeben wollen, sondern sagen, das ist unsere Landschaft, das ist unsere Heimatstadt und deswegen wollen wir auch weiterhin leben. Und man tritt auch für die anderen ein, man hilft sich gegeneinander. Sachsen-Anhalt wächst daran. Ich bedanke mich für die Informationen und noch gute Weiterreise und Daumen drücken für alle weiteren. Das machen wir gemeinsam. Danke, danke. Dankeschön.
Ich stehe hier an der Franz-Vollbring-Halle, wo viele Helfer des THW tatkräftig mit anpacken, damit Schönebeck nicht untergeht. Neben mir steht der stellvertretende Leiter der THW-Führungsstelle, Michael Lasch. Herr Lasch, wofür wird denn die Halle momentan hier verwendet? Die Halle wird momentan dafür verwendet, die ganzen THW-Kräfte, die hier vor Ort sind, unterzubringen. Und hier ist so der Sammelpunkt, wo alle registriert werden und wo ihre Aufträge erteilt werden. Wie viele Helfer sind denn momentan hier? Momentan sind ungefähr 270 THW-Kräfte hier im Einsatz. Und woher kommen all diese Helfer? Also die Führungsstelle ist eine Führungskomponente aus Magdeburg und die eingesetzten Kräfte sind hauptsächlich aus Nordrhein-Westfalen. Und wo werden Sie hier in Schönebeck am meisten gebraucht? Wo ist denn Ihr Haupteinsatzpunkt? Können Sie das in etwa sagen? Also wir haben verschiedene Einsatzstellen, die wechseln auch. Je nachdem, wo wir halt am nötigsten gebraucht werden, wird es von der Feuerwehr koordiniert und wir schicken dann halt die Kräfte dahin. Ich stehe hier im E-Center. Neben mir steht Frau Grantke. Frau Grantke, können Sie uns denn kurz erklären, wie hat sich denn hier das E-Center, das ja auch mehr oder weniger von der Flut betroffen ist oder betroffen sein wird, auf das kommende Wasser vorbereitet? Ja, also wir haben sehr, sehr viele Mitarbeiter aus Berlin-Brandenburg und Sachsen-Anhalt als freiwillige Helfer eingeladen. Da sind im Moment 50, die warten, dass sie hier zum Einsatz kommen. Wir werden bestimmte Artikel auslagern in unser großes Lager. Wir werden die frische Artikel zum Marktkauf schaffen und zur E-Centern nach Magdeburg schaffen. Und so, dass wir die untere Ebene frei bekommen. Wir werden natürlich den Markt, solange es nur geht, auflassen. Und man sieht ja auch, es ist ein ganz guter Umsatz. Die Kunden sind da, sie decken sich noch ein. Das ist auch in Ordnung. Wir sind gut gewappnet. Wir haben für Wasser gesorgt. Wir haben für die allernotwendigsten Dinge gesorgt. Wir bekommen in den nächsten Tagen nochmal Flutware, so gesandte Gummistiefel und Reinigungsmittel und. Also wir sind gut gewappnet und hoffen natürlich ganz stark, dass das Wasser uns nicht ganz so stark trifft. Ja, das kann man natürlich nur hoffen. Und können Sie denn in etwa prognostizieren oder sagen, hat der Markt offen die nächsten Tage? Wie wird es aussehen? Also das können wir nicht genau sagen. Wir gehen davon aus, dass wir heute auf alle Fälle die volle Öffnungszeit aufhaben und dass wir eventuell in den Morgenstunden noch aufhaben. Das hängt wirklich von der Wassergeschwindigkeit ab, wie schnell das Wasser da ist. Ansonsten, wenn Strom in Gefahr kommt und die Anlieferung nicht mehr gewährleistet ist, müssen wir zumachen. Also Sie sehen, dass wir für eventuelles zurückdringendes Wasser hier die Türen gesichert haben. Das größte Problem für mich war aber, dass ich im Prinzip keine Mitarbeiter habe, weil von 6 Kolleginnen also 5 direkt betroffen sind und eben Angst um haben und Gut haben. Und dann kann man die Sicherheit bei der Arzneimittelabgabe auch nicht mehr gewähren. Deswegen haben wir jetzt schon schließen müssen einfach. Also ist die Apotheke momentan zu? Kann nicht geführt werden? Nein, nein. Das heißt, wenn doch wirklich zwangsevakuiert wird, wie sieht das denn aus? Sachen zusammenpacken, was wird mitgenommen, was bleibt hier? Das haben alle schon. Das haben alles im Vorfeld schon woanders hingepackt. Und so ist ja alles frei. Die Wohnungen sind frei, die sind leer. So. Ja, ein bisschen Angst und Schrecken ist schon dabei, das ist Fakt. Ja. Aber man vermutet oder hofft immer noch, dass es nicht so schlimm kommt. Wie 2002 haben wir jetzt schon, haben wir auch überstanden. Und dieses Hochwasser überstehen wir auch. Ah,
Also es soll wohl gebietsweise abgeschaltet werden. Gebietsweise? Ja. Das ist auch nicht gut. Doch, aber. Bitte? Müllerstraße ist betroffen. Hier auch? Hier auch. Elbtor. Wenn du Bescheid ist, nein, guck, wo wir die oben Aggregat dann besorgen. Dann müsst ihr da Aggregat besorgen. Kann Wirtschaft das schon mal anschalten? Können wir nicht genau sagen. Also, warum nicht mehr? Weil maximal in einer Stunde ist es weg. Eine Stunde? Das ist ein bisschen klar. Ja, es geht jetzt relativ schnell. Weil ringsherum wurde also evakuiert schon und ihr seid jetzt die letzten der Mohikaner. Wir haben noch die Dämme gebaut. Jetzt gerade erfahren, der Strom ist in einer Stunde weg. Wie reagiert man da? Was kann man da machen? Was kann man machen? Alles schnell vergrillen und keine Ahnung, was kann man machen? Aggregat besorgen für die Pumpe. Meint ihr, er kriegt nur irgendwo ein Aggregat jetzt her? Ja. Und denn, dass die Pumpen halt weiterlaufen, dass der Keller noch nach wie vor gesichert ist? Oder? Keller ist vergessen. Also, Keller ist dagegen zu schützen, ist gut, oder? Aber ihr bleibt trotzdem hier oder seid ihr auch von der Evakuierung betroffen? Wir gehen raus. Wo geht's hin? Wir sind alle bei Freunden untergekommen. Genau. Freitagnacht hier in der Wilhelm-Helge-Straße. Feuerwehrkräfte als auch Kräfte des THW sind derzeit beschäftigt, hier weitere Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Zum einen wird das Wasser auf der Wilhelm-Helge-Straße nach wie vor abgepumpt, zurück in den Sohlrahmen. Als auch Kräfte des THW und Feuerwehr stocken immer wieder den errichteten Sandsackdeich auf, um ein Übertreten des Sohlgrabens hinter den Deich und dann damit natürlich in die Gärten, in die Häuser hier dementsprechend zu verhindern. Der Höchststand der Elbe im Jahre 2013 ist fast erreicht. Zu diesen Beiträgen kommen wir gleich. Jedoch zuvor natürlich auch hier heute bei uns im Regionalmagazin der Blick auf die Veranstaltungshinweise. Was in den kommenden Tagen und Wochen alles so passiert, das möchten wir Ihnen jetzt zeigen. Die Magdeburger Künstlerin Gabriele Krüger lädt alle Kunstbegeisterten zu ihrer Vernissage im soziokulturellen Zentrum Treff ein. Am Samstag, den 13. April, eröffnet sie die fröhliche Pause mit Aquarellen, Acrylbildern und abstrakten Malereien, welche bis zum 14. Juni besichtigt werden können. Von Mai bis August präsentiert Angelika Will in der Stadtbibliothek Schönebeck ihre Fotoausstellung unter dem Titel Vögel der Heimat. Die in Magdeburg geborene Hobbyfotografin hat sich schon immer gern auf Tiere und Landschaften fokussiert, sowie von Porträtaufnahmen der Sterne und der Milchstraße. Die Ausstellung ist in den Räumlichkeiten am Stadtfeld 40 zu den Öffnungszeiten der Stadtbibliothek zu sehen. Die erste Pfennatur in diesem Jahr findet am Freitag, den 14. Juni um 19 Uhr statt. Gut gelaunt nimmt der Pfenner seine Gäste mit zum ehemaligen Rathaus, der imposanten St. Johanneskirche und ihrem Inneren. Der kenntnisreiche Pfenner erzählt seinen neugierigen Zuhörern natürlich auch, wo er zur damaligen Zeit die Stadtmauer hat bauen lassen. Sein Weg führt ihn auch an den Bürgerhäusern in der Rosmarinstraße vorbei, wo das letzte noch erhaltene Siedehaus steht. Treffpunkt ist vor der Reha-Klinik in Bad Salzelmen. Die Tour dauert ca. 2 Stunden und für Gruppen ab 10 Personen ist eine Anmeldung erforderlich. Am 15. Juni gibt der TSV Grün-Weiß-Kleinmühlingen Zenz e.V. ein kleines Fest auf dem Sportplatz in Kleinmühlingen.
Anlass ist der Besuch des Partnervereins Starý Materov aus Tschechien. Für die Unterhaltung der Kleinen sowie für Essen und Trinken ist gesorgt. Der sportliche Teil beginnt um 11 Uhr mit einem Freundschaftsspiel der C-Jugend und ab 13 Uhr spielen dann die alten Herren der Partnervereine. Das Hauptspiel wird um 15 Uhr angepfiffen. Anschließend folgt dann eine Tanzveranstaltung ab 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Die Karten erhalten Sie über den Frischemarkt Bettke und in der kleinen Kneipe. Der Verein würde sich freuen, viele Gäste begrüßen zu dürfen. Auch in diesem Jahr bietet das Team vom Ringheiligtum Pömmelte die beliebten Mondscheinführungen an. Dann können alle neugierigen kleinen und großen Besucher das Ringheiligtum im faszinierenden Licht des Mondscheins erleben und in die Welt unserer Vorfahren eintauchen. Die Termine für die Führungen sind 15. Juni 20 Uhr, 13. Juli 20 Uhr, 17. August um 20 Uhr, am 14. September um 19 Uhr und am 12. Oktober um 18 Uhr. Besucher können ohne Voranmeldung teilnehmen und zahlen 3,50 Euro pro Person. Am 16. Juni startet um 15 Uhr das nächste Kurkonzert, bei welchem das Polizeiorchester Sachsen-Anhalt den Kurpark und seine Gäste musikalisch unterhalten wird. Mit 25 Jahren Tradition und Erfahrung erfreuen sich die Konzerte des Orchesters immer an großer Beliebtheit, die bis zu 120 Konzerte sprechen für sich. Das Konzert findet wie alle anderen in der Zeit von 15 bis 17 Uhr im Kurpark statt. Mit Haube, Rock und Schürze steht sie da und erwartet ihre Gäste, die Salzline. Die neue Gästeführung nimmt interessierte Bewohner und Gäste der Stadt am 17. Juni ab 16 Uhr mit durch die Straßen Bad Salzelmens. Vorbei geht es an Standorten der ehemaligen Edelhäuser, der Stadtmauer, dem Marktplatz und weiteren sehenswürdigen Orten. Die Tour findet in den Monaten April bis September jeweils einmal pro Monat statt. Sie beginnt am Treffpunkt vor der Reha-Klinik. In den vergangenen Jahren stießen die Führungen über den St. Gertrauden-Friedhof auf reges Interesse. Daher bietet der Sohlepark auch in diesem Jahr wieder Rundgänge an. Die nächste Gästeführung findet am 21. Juni um 19 Uhr statt. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen, sich an diesem Tag vor der Reha-Klinik in Bad Salzelmen einzufinden. Für Gruppen ab 10 Personen wird um Voranmeldung gebeten. Die Veranstalter des diesjährigen Operettensommers Boccaccio freuen sich, alle Besucher ab dem 22. Juli auf der Freilichtbühne Biraberg begrüßen zu dürfen. Schauplatz dieses kulturellen Höhepunktes wird auch dieses Jahr wieder der beliebte Heimattiergarten werden. Insgesamt werden für die 22 Aufführungen bis zu 20.000 Zuschauer erwartet. Gespielt wird immer mittwochs bis sonntags um 16 Uhr. Wer sich noch einen Platz sichern möchte, sollte schnell sein, denn bisher wurden fast 3/4 aller verfügbaren Karten verkauft. Eine Karte kostet 27 Euro und ermäßigt 25 Euro. Weitere Informationen zur Operette, Besetzung und zum Kartenverkauf finden Sie unter mitteldeutsche-kammerphilharmonie.de. Am 22. Juni lädt die Bürgerstiftung Salzland, das Netzwerk Asyl Schönebeck und das lokale Bündnis für Familien zum Fest der Begegnung ein. Gemeinsam mit dem Schirmherrn Oberbürgermeister Bert Knoblauch freuen sich die Organisatoren auf ein buntes Fest im Sozialraum Straße der Jugend. Die Besucher können sich auf Auftritte der Rock'n'Roll-Mäuse, zwei verschiedene Breakdance-Gruppen Smarties Deluxe und eine Zaubershow sowie eine Trommelgruppe freuen. Im Umfeld wird es auch vielerlei Spielangebote und Köstlichkeiten aus aller Welt zu genießen geben. Ziel ist es, dass sich Bürgerinnen und Bürger der Stadt mit in diesem Sozialraum lebenden Menschen mit oder ohne Migrationshintergrund in einem ungezwungenen Rahmen begegnen können. Die kulinarische Nacht 2019 findet am 5. Juli ab 19 Uhr entlang des Gradierwerkes statt. Zahlreiche Caterer warten darauf, ihre Kreationen unter die Leute zu bringen. Die große Schlemmermeile bietet für jeden das passende kulinarische Erlebnis. Das große Highlight des Abends wird der Promi-Koch-Wettbewerb mit Thorsten Magis, Lars Johansen und Markus Bauer. Musikalisch umrahmt wird die Veranstaltung von der Band Lennox live auf der Kurparkbühne.
Am 6. und 7. Juli 2019 findet das 11. Präziner Steinhafenfest statt. Das Fest für die ganze Familie beginnt an beiden Tagen jeweils ab 11 Uhr. Teil der Veranstaltung am 6. Juli sind der Tag der offenen Tür beim Kanuverein Gommern sowie der Männerchor Orpheus Präzin, Floßfahrten und ein musikalisches Programm mit Karen Friedrich und DJ Ralf. Für die jüngsten Besucher gibt es eine Hüpfburg, eine Bastelstraße, einen Schminkstand, ein Kinderkarussell und vieles mehr. Auch am 7. Juli gibt es ein buntes Programm. Auf dem Plan steht ein musikalisches Frühschoppen mit den Zerbster Blasmusikanten, die Party-Showband sowieso und Musik von Leon Brandl mit den Hits von Andreas Gabalier. Der Eintritt an beiden Tagen ist frei, für Speis und Trank wird immer gesorgt sein. Der Barbier Schauspieler Stefan Wappenhans inszeniert für eine Neuauflage der Komödie Am Prinzesschen Keine Leiche ohne Lilly die Krimikomödie um die Hobbydetektivin und hauptberufliche Putzfrau Lilly Pfeiffer. Der Kartenvorverkauf ist bereits angelaufen. Tickets gibt es unter anderem im Lottogeschäft von Ute Krabbes in Barbie, bei der Stadtinformation in Schönebeck sowie auf www.reservix.de. Die Premiere ist für Freitag, den 19. August 2019 um 16 Uhr geplant. Die Veranstaltungshinweise für die kommenden Tage, sehr geehrte Zuschauer, ich denke mal für den einen oder anderen war sicherlich das Passende mit dabei. Da kommen wir zurück zu unserer Sondersendung zum Ereignis Hochwasser 2013. Weiter geht es jetzt mit den Beiträgen vom 8. und 9. Juni. Alle Ereignisse an diesen Tagen hier in Schönebeck, jetzt in Bild und Ton. Samstagvormittag, sehr geehrte Zuschauer, ich befinde mich hier im Gewerbegebiet am Stremskram, um weiter aus dem Hochwassergebiet Schönebeck zu berichten. Wie Sie sehen können, hat bereits hier das Wasser die Straße eingenommen. Es drückt aus den Gullis bzw. aus der Kanalisation zurück. Auch der Sohlgram bzw. der Stremskram sind nicht weit entfernt. Auch dort kommen die Wassermassen nach und nach hier auf die Straßen. Sie sehen es, sehr geehrte Zuschauer, die Autofahrer sind bereits gezwungen. Dort in der Mitte sieht man dementsprechend den Gulli, wo das Wasser dementsprechend rausdrückt. Wie bereits seit gestern ist auch hier auf dem Parkplatz in der Bölzigstraße ein großer Sandhaufen, dementsprechend Sandsäcke, die für die Bevölkerung zur Verfügung stehen. Es wird natürlich auch rege genutzt, zahlreiche Bewohner der Stadt Schönebeck, zahlreiche Hilfsdienste wie zum Beispiel der ABH sind ebenfalls hier vor Ort, um dementsprechend mitzuhelfen. Hier können Sandsäcke befüllt werden, wenn Sie, sehr geehrte Schönebeckerinnen und Schönebecker, noch Sandsäcke brauchen. Hier gibt es die Sandsäcke, hier gibt es den Sand. Hier müssen Sie allerdings selber noch befüllen, um dann Ihre Sandsäcke dementsprechend hier abzuholen. Samstagvormittag, wir befinden uns hier am Elbtor, genauer gesagt, dort, wo die THW-Kräfte gerade darüber beraten, ob der Deich weiter gesichert werden soll oder nicht. Auch weitere freiwillige Helfer sind dabei, hinten den Deich zu erhöhen, der auf der Mauer errichtet wurde. Also auch hier nicht wirklich entspannte Lage. Hier wird auch beraten, welche Schritte notwendig sind, um weiterhin das Hochwasser zurückzuhalten.
Also wir sind die Firma Dachdeckermeister Marcel Springer aus der Elemannstraße und wir versuchen natürlich alles, um unsere Stadt zu unterstützen. Das heißt, ihr fahrt dementsprechend die Sandsäcke, damit es dann hier an der Stelle, wo es gebraucht wird, auch verbaut wird? Genau, damit die Leute hier weiter Material haben sozusagen. Ein ganz heißer Brennpunkt, der damit auch zu tun hat, ist ja der Sohlgraben bzw. der Stremsgraben. Gestern Abend hieß es kommen Pumpen bzw. es sind ja auch Transporte angekommen mit großen Pumpen. Wie ist da der aktuelle Stand der Dinge mit den Pumpen, mit dem Sohlgraben? Ja, also wenn ich mal mit dem Stremsgraben anfange, da ist die Situation gut. Also die Unternehmen, die dort entlang liegen, die ja auch Befürchtungen hatten, sind gesichert. Der Stremsgraben ist voll unter Kontrolle. Im Sohlgraben sieht es nun wieder ganz anders aus, wie ja schon beschrieben. Und da hatten wir ja immer vor, auch zu pumpen. Bloß man wusste nicht, die Wassermassen sind diesmal so viel, so schwer, ja. Ob das Rückpumpen dann überhaupt noch was bringt, ob es nicht von hinten wieder denn zurück durchsickert. Ja? Es ist so eine Frage, macht man es oder macht man es nicht. Jetzt im Augenblick wird erstmal noch die Bodensituation geprüft, ob die Pumpen überhaupt standsicher sind. Okay. Wenn das der Fall ist, dann wird dort versucht werden, den Durchlass zu schließen und dann zu pumpen. Ja. Ja, sehr viele Zuschauer, Hilfskräfte sind da, die Bürger von Schönebeck sind auch da, um dementsprechend mitzuhelfen. Abschließend ganz kurze Einschätzung, Situation dramatisch, relativ entspannt. Wie würden Sie die Situation jetzt heute am Samstagmittag beschreiben? Das ist eine gute Frage. Wir haben jetzt gerade den höchsten Stand, den wir je erlebt haben, 7,51 Meter. Aber trotz dieser Dramatik, sage ich mal, wenn man uns von ganz oben betrachtet, und trotz aller Evakuierungen und trotz aller Sickerstellen und trotz der ganzen kleinen Problemfälle, kleinen in Anführungsstrichen natürlich, sieht es für Schönebeck noch recht stabil aus. Die Lage scheint im Griff, ist im Griff, würde ich sagen. Wir können eigentlich guten Mutes nach vorn gucken bei aller Schwere der Ereignisse, wenn man uns dann mit den Städten südlich und nördlich der Elbe entlang vergleicht. Also scheinbar leisten wir doch nicht so eine schlechte Arbeit hier, wie von manchen in der Presse behauptet wird. Also insgesamt gesehen besser als so manch andere Stadt, was nicht heißt, dass wir ganz entspannt sein können. Die Einzelschicksale, Einzelfälle, klar, die sind immer in dem Moment dann sicherlich ein bisschen schwieriger und natürlich verständlich. Aber insgesamt Schönebeck relativ noch entspannt. Es bleibt abzuwarten, wie lange die Deiche halten, beziehungsweise ob alle Sicherungsmaßnahmen dementsprechend ihren Zweck erfüllen. Ich danke erstmal für die weiteren Auskünfte am heutigen Samstagnachmittag. Sehr geehrte Zuschauer, natürlich geht es weiter mit Informationen aus dem Hochwassergebiet hier in Schönebeck. Sehr geehrte Zuschauer, ganz aktuell, ganz brisant, am Samstagmittag hier die Schutzwand an den Wächterhäusern hat dem Druck nicht standgehalten. Vor wenigen Minuten sind Teile der Schutzwand einfach weggeplatzt, so wurde uns aus ersten Informationen berichtet. Hier liegen schon die Trümmerteile, die Balken bzw. die Bretter liegen hier dementsprechend unten. Der Kameramann kann das einfach mal zeigen. Ich stehe hier schon mitten auf der Wiese im Wasser. Dort sind die Schutzmaßnahmen jetzt hier auf der Wiese verteilt. Das sind natürlich Wassermassen, die hier ganz schnell über den Deich jetzt rüberströmen, runter zu Teutloff. Natürlich von hinten rum, dort wo nicht so doll abgesichert wurde, beziehungsweise hier drüben die Müllerstraße. Einsatzkräfte sind alarmiert, werden auch in wenigen Minuten hier eintreffen, in der Hoffnung, dass dieses Loch hier wieder geflickt werden kann. Wie man das sieht, sehr geehrte Zuschauer, sind mindestens wirklich 40, 50 cm Höhenunterschied, die natürlich jetzt sich hier erstmal ergießen. Das Wasser fließt natürlich ganz schnell. Der Kameramann kann das vielleicht auch mal zeigen. Hier drüben, man sieht, wie das Ganze jetzt hier rüber fließt.
denn nach dort unten ist natürlich noch ein viel größeres Gefälle. Also das ist schon noch gewaltig, was da an Wasser dann hier reinströmen würde und natürlich den ganzen Park, die ganzen anliegenden Häuser dementsprechend hier bedroht. Wir können gleich auch mal darüber gucken zu den Wächterhäusern 23. Dort war man sich sicher, dort hat man nicht verbaut, aber dort fließt das Wasser momentan direkt auch an die Scheiben. Feuerwehrkräfte sind am Kommen im Einsatz. Sehr geehrte Zuschauer, das erstmal hier an dieser Stelle von mir.
Samstagnachmittag, ich melde mich von den Salinohäusern hier direkt am Ufer der Elbe. Hinter mir der Quickdamm und dahinter gleich der strömende Fluss, die Elbe. Auch hier sind wieder Helfer mit dabei, die Sandsackbarrieren zu erhöhen, zu verstärken, aber auch die Häuser dementsprechend weiter abzusichern. Der Kameramann wird das sicherlich gleich zeigen. Die jungen Leute, die ganzen Anwohner, alle sind mit dabei, die Sandsäcke dementsprechend hier weiterzugeben, ihr Hab und Gut weiter zu sichern. Auch der Deich, der hier errichtet wurde, wurde natürlich verstärkt, wie wir das hier sehen können. Also derzeit auch hier ganz, ganz, ich sag mal, ja, bedrohliche Lage an den Saliner Häusern. Die DLRG hat sich momentan hier auf dem Marktplatz in Schönebeck ein Zwischenlager gesucht, so will ich das einfach mal nennen. Hier bereitet man sich natürlich auf die kommenden Einsätze vor. Ganz, ganz viele Boote hat die DLRG mitgebracht. Hier ein Schlauchboot, dort hinten sind wir noch ein Metallboot, um denn, wenn die Katastrophe doch eintreffen sollte, dementsprechend gleich zur Stelle zu sein, um Leben zu retten bzw. um dementsprechend Hilfestellung leisten zu können. Samstagnachmittag, ich befinde mich an dem Brennpunkt hier an dem Parkplatz kurz vor der Sparkasse bzw. kurz vor dem Polizeigebäude in Schönebeck, wo am Mittag ein Teil des aufgebauten Deiches gebrochen ist und somit die Wassermassen dann in den inneren Bereich reingeflossen sind. Zahlreiche Kräfte haben hier einen Sandsackwall gebaut, zusammen mit der Bundeswehr, mit THW, Feuerwehr, alle waren sie mit beteiligt und natürlich auch Bürgerinnen und Bürger und Außenstehende, also Gäste der Stadt Schönebeck, haben hier mit angepackt. Doch leider, leider war das Ganze umsonst. Sie sehen es hier, auf beiden Seiten ist der Wasserstand annähernd gleich, denn das Wasser drückt auch von Seiten der Geschwister-Scholl-Straße in das Gebiet hier rein. Der Boden hier ist relativ weich gewesen, also auch unterhalb der Sandsäcke ist das Wasser dann dementsprechend durchgedrückt. Trotzdem Dank an alle Helfer, die hier natürlich kräftig mit angefasst haben. Leider hat das hier nicht so funktioniert, wie das hätte funktionieren sollen. Soweit erstmal von der Stelle hier auf dem Parkplatz.
Seite Zuschauer, ich stehe auf der Elbbrücke, wo heute am Samstagnachmittag Hubschrauber der Bundeswehr versuchen, den Deichbruch, der sich heute Nachmittag ereignet hat, wieder zu stopfen. Per Hubschrauber, zwei Hubschrauber sind es an der Zahl, wird versucht hier mittels Big Bags das Loch dann dementsprechend wieder zu schließen. Ein Feuerwehrmann, der die Hubschrauberbesatzung einweist, wo er das Ganze abwerfen soll. Wir sehen gerade, wie das Ganze passiert. Wir schauen einfach mal zu. Das Signal zum Abwurf und da ist auch runtergefallen der Big Bag. Ja, so passiert das jetzt hier, Hubschrauber für Hubschrauber, in der Hoffnung, dass man das Loch damit dann dementsprechend schließen kann. Es ist sehr windig. Die Hubschrauber machen ihren Dienst bzw. ihren Einsatz sehr gut, zumindest nach den Beurteilungen, die wir jetzt hier gesehen haben. Soweit erstmal der aktuelle Stand hier von der Elbbrücke in Schönebeck. Es ist Samstagnachmittag, wir befinden uns hier, wie gesagt, auf der Umgehungsstraße, hier auf dem Seitenplatz, wo die Bundeswehrhubschrauber die Big Bags abholen, um dann den Bruch im Deich wieder zu schließen. Ja, der Hubschrauber muss natürlich erst einmal den Boden berühren, damit er geerdet wird, damit der Feuerwehrmann, der den Sack dann an den Haken hängt, natürlich keinen Schlag bekommt. Darum berührt der Hubschrauber kurz zuvor erst einmal nochmal den Boden. Erst dann ist es sicher, dass der Feuerwehrmann das Seil dementsprechend einhaken kann. Jetzt hat er ihn eingehakt. Er begibt sich in Sicherheit. Und schon kann der Big Bag dann dementsprechend vom Hubschrauber angehoben werden. Ein Stück hoch. Und auf geht's wieder, damit den Deich zu schließen. Sie sehen es ja, liebe Zuschauer, es sind natürlich ganz, ganz viele Big Bags, die dort noch vorbereitet sind. Ganz viele Big Bags werden auch noch nötig sein, um den Deichbruch zu schließen hier in Schönebeck. Nach und nach wird dann, wie gesagt, einer nach dem anderen dort von den Bundeswehrhubschraubern abgesetzt. Thank you.
Samstagabend, Hochwasser 2013 hier in Schönebeck. Ich begrüße Sie noch einmal, sehr geehrte Zuschauer, von der Elbbrücke. Ein Blick hinunter an die Stelle, wo heute der Deich gebrochen ist, wo Bundeswehr-Hubschrauber versucht haben, mittels Big Bags das Loch im Deich zu schließen. An dieser Stelle sei gesagt, das ist nicht gelungen. Die Elbe ist so hoch, dass es trotz der Big Bags, die dort abgeworfen wurden, es nicht zum Lückenschluss kam. Somit ist nach wie vor natürlich der Pegelstand hier hinter dem Deich genauso wie der Elbe. Also auch dort wird natürlich noch einige Zeit vergehen bzw. einige Tage vergehen, bis die Möglichkeit besteht, dass der Elbepegel wieder sinkt und dann hier dementsprechend die Wassermassen auch hinter dem Deich abfließen können. Dennoch bleibt natürlich zu sagen, dass auch hier auf dem Platz vor dem Polizeigebäude, also ein Stückchen weiter runter der Elbbrücke, die Feuerwehr bzw. alle Helfer und Kräfte damit beschäftigt sind, das Wasser, was durchdringt, abzupumpen, um noch Schlimmeres zu verhindern. Sonntagvormittag, ich melde mich von der Elbbrücke mit dem Blick runter auf die Wächterhäuser, wo gestern der Deich gebrochen ist, wo dann auch Rettungskräfte versucht haben, mittels Big Bags das Loch zu schließen. Das ist nicht gelungen. Und wie wir auch sehen können, ist natürlich auch im Verlaufe des Deiches dort die Elbe mit den Wassermassen über die Kante drüber hinweg getreten. Somit ist natürlich der Wasserstand in der Altstadt genau derselbe wie momentan der Elbefluss. Also hier konnten die Rettungsmaßnahmen nicht erfolgreich abgeschlossen werden. Auch in der Nacht hat man wohl versucht, mittels weiterer Sandsäcke und Big Bags das Ganze hier zu schließen. Das ist nicht gelungen. So sieht es momentan hier von der Elbbrücke mit dem Blick runter auf die Wächterhäuser bzw. den Platz vor Teutloff aus. Auf dem Rewe-Parkplatz hier in Schönebeck an der Sücker Straße befinde ich mich jetzt, wo zahlreiche Helfer auf den Bus warten. Denn die Stadt Schönebeck hatte aufgerufen, dass alle Helfer, die helfen wollen, sich hier auf dem Rewe-Parkplatz zusammenfinden, um dann gemeinschaftlich mit dem Bus dann zu den Einsatzstellen gefahren zu werden. Derzeit warten hier mehr an die 100 Personen warten auf den Bus. Dieser sollte hier gleich kommen und dann geht es weiter auf, um Schönebeck vor den Wassermassen zu retten. Soeben ist der Bus eingetroffen, der die wartenden Personen hier auf dem Rewe-Parkplatz dann zu den Einsatzorten verbringen soll. Inwieweit alle Personen jetzt in den Bus reinpassen, das bleibt natürlich auch abzuwarten. Weitere Busse sind wohl geordert bzw. kommen hier demnächst an, um die Leute dann dementsprechend weiter zu verbringen. Sie sehen es, auch Wasserflaschen sind dementsprechend hier im Gepäck mit dabei. Ganz, ganz wichtig bei diesen Temperaturen und bei dem Sonnenschein heute. Also so der aktuelle Stand hier vom Rewe-Parkplatz, wo die Stadt versucht, mittels Bussen die Leute zu den Einsatzorten zu verbringen.
Brennpunkt Hochwasser hier in Frohse, sehr geehrte Zuschauer, wo Feuerwehrleute derzeit versuchen, den Wasserstand hier auf der Straße so gering wie möglich bzw. relativ abzusenken. Dennoch sind natürlich zahlreiche weitere Kräfte im Einsatz. Die freiwilligen Helfer mit den Bussen werden hier dementsprechend in den Ortsteil Frohse gefahren. Sandsäcke werden angeliefert. Wir begeben uns gleich wieder rein in Frohse, um einfach mal zu sehen, wie sieht die Lage dort vor Ort aus. So zumindest der Stand hier von der Kreuzung. An dieser Stelle auch nochmal der Hinweis und der Aufruf an alle, die nicht direkt helfen wollen. Bitte fahren Sie nicht mit Fahrrad, mit Ihren Fahrzeugen einfach nur hier vorbei, um zu schauen. Lassen Sie Ihr Auto zu Hause, schnappen Sie sich eine Wasserflasche, eine Mütze. Helfen Sie den Leuten hier. Bitte kommen Sie nicht vorbei, um einfach nur zu gucken, zu gaffen oder einfach mal nur zu sehen, Mensch, was ist denn da los? Fassen Sie mit an, helfen Sie allen mit und bitte nehmen Sie das auch ernst. Danke. Ich befinde mich nach wie vor hier am Brennpunkt Frohse. Sie sehen es ja, die Zuschauer, die unzähligen Helfer, die zahlreichen Pumpen. Hier wird gerade versucht, das Wasser dementsprechend rückwärtig zu halten. Ein Längsdeich soll gebaut werden, links um die Ecke rum, das hatte ich Ihnen bereits schon gesagt. Hier gibt es nur noch den Eingang durch das Fenster. Die Türen sind dementsprechend verbarrikadiert. Das Wasser steht hier im Vorgarten, alles ist aufgeweicht. Ich begebe mich einfach mal hier zu den Bewohnern, hier in das Haus 23. Das Ganze nur durchs Fenster. Jetzt befinde ich mich hier in dem Haus, wo Sie eben gesehen haben, wo ich reingegangen bin. Hier sieht man, der Kameramann kann das ja mal zeigen, ungefähr 2 cm Wasser hier auf dem Fußboden. Alles wird noch versucht zu retten, die Küche wird gerade abgebaut, alles wurde in die oberen Etagen gebracht. Wir sehen das auch schon an den Wänden, das Wasser krabbelt langsam an der Wand hoch. Alles wurde, jetzt fängt die Schüssel schon an zu schwimmen hier. Also ganz, ganz dramatische Lage hier in Frohse in den Häusern. Kräfte des DLRG hier zur rechten Seite, der Kameramann kann das vielleicht gerade mal zeigen, sind natürlich dabei, haben ein Notstromaggregat aufgebaut, haben hier auch hier Pumpen installiert, um einfach das Durchdringen des Wassers von der Elbe durch das Haus in den Stadtteil Frohse zu verhindern. Also ganz dramatische Lage hier in Frohse. Ich befinde mich jetzt hier direkt kurz vor dem Brennpunkt, wo der neue Damm errichtet wird in Frohse. Auch wir mussten uns knietief hier ins Wasser bewegen. Ich hoffe, man sieht das, ansonsten kann der Kameramann das mal gerne zeigen. Hier kommen nach wie vor Hilfskräfte mit Wasser und allem drum und dran vorbei. Das THW und die anderen LKWs bringen die Sandsäcke, um dementsprechend hier den Damm zu bauen. Der Kameramann kann das vielleicht mal zeigen. Hier strömt das Wasser momentan noch zurück. Das ist das, was die Hilfskräfte, THW, Feuerwehr, momentan mit den Pumpen hier zurückhalten können. Der Kameramann kann ruhig mal hier rüber schwenken, wo die ganzen Schläuche zu sehen sind. Da sieht man, wie viel Wasser eigentlich jetzt hier rausgepumpt wird, um hier Frohse dementsprechend vor dem Wasser dann wieder zu schützen. Weitere Helfer treffen ein. Man sieht es hier, Hose hoch mit Wasser. Alle kommen, um hier zu helfen. Das ist Solidarität in Schönebeck. Und wir bewegen uns auch mal vorwärts, um Ihnen zu zeigen, wo das Ganze denn jetzt hier verbaut wird.
Die Situation hier in Frohse hat sich zugespitzt, der Zuschauer. Unzählige Menschen sind hier, um zu helfen. Eine Sansa-Kette wird hier gebildet oder ist gebildet worden. Es sind mehrere hundert Leute, die hier dabei sind, einen Sandsack weiterzugeben, damit dir ein Deich errichtet wird, der dann Frohse und natürlich Schönebeck vor den drohenden Wassermassen schützt. Soweit erstmal die Lage hier an der Menschenkette. Wir begeben uns natürlich noch weiter an dem Punkt, wo die Sandsäcke auch verbaut werden. Zumindest versuchen wir es, denn Sie sehen es ja, die Zuschauer, die Leute stehen schon fast knietief im Wasser. Der Weg dorthin ist erschwerlich. Soweit hier die Lage aus Frohse. Wir sind am Ende der Kette angekommen. Hier liegen die letzten Sandsäcke. Sie sehen, sehr geehrte Zuschauer, das Wasser strömt hier noch rüber. Dort wird der Sandsack, weil ich gehe mal einen Schritt beiseite, weil aufgestützt, sodass natürlich das Ganze dann hier erhöht wird und das Wasser dann nicht mehr durch kann. Unzählige Menschen sind hier an dieser Situation beteiligt. Ganz viele Leute warten natürlich auch auf Sandsäcke. Eine schwierige Situation. 400 Meter lang ist diese Kette, die dann hier dementsprechend die Sandsäcke durchschiebt. Also auch hier kritische Lage in Frohse durch zahlreiche Kräfte und freiwillige Helfer sind hier dabei, um das Ganze abzusichern. Thank you.
Sonntagabend, Hochwasser 2013. Ich befinde mich auf der Brücke bei der alten Fähre. Die Verbindungsstrecke zwischen Schönebeck und Plötzky, welche derzeit eine Sackgasse ist, denn gleich hinter der Brücke stehen die Wassermassen. Dort geht es dann dementsprechend nicht weiter. Ja, die Einsatzkräfte des DLRG, die Feuerwehren und natürlich auch das Rote Kreuz, alle sind sie hier vor Ort, um dementsprechend die Deiche zu sichern. Dies konnte heute im Laufe des Tages und Vormittages getan werden. Sowohl mit einem großen Schlauchboot wurden Sandsäcke zu den einzelnen Stellen verbracht, auf dem Deich hier von der alten Fähre in Richtung Plötzky. Und der Deich ist jetzt soweit stabil, so die Einsatzkräfte hier vor Ort. Es laufen natürlich zahlreiche Deichwachen und auch Wachen, die aufpassen, dass der Deich nicht an irgendeiner Stelle wieder brüchig wird oder Löcher kriegt, beziehungsweise vielleicht nicht drüber läuft. Eine positive Meldung hier von der Brücke, alte Fähre. Die Helfer des DLRG und so weiter haben Markierungen hier unten an einem der Brückenpfeiler vorgenommen, haben den Höchststand des Wassers markiert. Derzeit ist es ungefähr so viel gesunken. Das zeigen wir Ihnen gleich nochmal in ein paar Bildern. Also auch hier positive Meldungen, trotz der angespannten Lage, trotz des hohen Wasserstandes, hier des Umflutkanales von der Elbe. Ich gebe erstmal weiter zu anderen Brennpunkten in der Region. Hochwasser 2013 hier in Schönebeck. Wir waren wieder unterwegs und sind an einer Stelle angekommen, die ganz besonderen erstmal Lob an der Stelle verdient und auch einen ganz, ganz großen Dank. Denn beim Jugendclub Young Generation, dieser kümmert sich intensiv um die Helfer bei dem Hochwasser 2013. Und den Helfern wurde heute sozusagen geholfen, denn du bist nach Schönebeck gekommen. Warum bist du nach Schönebeck gekommen? Ja, also Ding ist halt, dass ich konnte nicht mehr zu Hause sitzen und mir das halt angucken. Und ich krieg am Tag halt sehr, sehr viel Post von Facebook. Wir haben dort viele, viele Fans. Wir sagen zu unseren Fans auch Familie.
hier leben auch sehr, sehr viele. Mhm. Und ich konnte es mir halt nicht mehr angucken. Und ich hatte dann die Trixie angerufen, die halt hier das Ding leitet. Und habe sie gefragt, was brauchen denn die Menschen da vor Ort? Ich würde gerne helfen. Und sie hat gesagt, Süßigkeiten. Die brauchen Süßigkeiten. Ja. Energiespender Nummer eins. Und ja, habe dann halt meinen ganzen Kofferraum vollgeladen mit Süßigkeiten und habe die dann hierher gebracht. Und wollte mir halt auch Eindrücke mal holen und mal gucken, was hier so gebraucht wird, wie schlimm die Lage ist. Und ich habe halt gesehen, dass Menschen echt um ihr Überleben kämpfen. Und mir war es wichtig, einfach zu helfen und halt nicht zuzugucken. So. Was hast du dann für Eindrücke sammeln können, beziehungsweise welche sind in deinem Kopf geblieben, als du die ganzen Sachen mitverteilt hast und unterwegs warst? Also am stärksten, muss ich ganz ehrlich sagen, oder am schönsten war zu sehen, dass die Menschen gerade in der Notsituation zusammenhalten. Ich krieg schon wieder Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, zu sehen, ja, wie die Hand in Hand halt miteinander umgehen, wie sie sich gegenseitig helfen. Und ein Leitspruch unserer Band Hauding ist halt alleine stark, zusammen unschlagbar. Und das hat sich heute für mich halt bewahrheitet und habe halt gesehen, wie die Menschen sich gegenseitig helfen. Und war für mich einfach das Größte zu sehen, wie die da Hand in Hand arbeiten und sich die Säcke dazu schmeißen und so. Das war einfach das Größte. Ja, sehr geehrte Zuschauer, Hilfe für die Helfer, ganz groß hier in Schönebeck. Stellvertretend für alle, auch von mir nochmal recht herzlichen Dank, dass ihr das so mitgemacht habt. Es wird sicherlich viele, viele freuen. Ja. Süßigkeiten sind ganz, ganz wichtig in dieser Situation. Vielen Dank, sehr, euch sehr natürlich gerne. Auch noch alles Gute, guten Heimweg. Dankeschön. Vielleicht sieht man sich wieder in Schönebeck. Vielen Dank. Danke. Das Gröbste ist so gut wie überstanden, sehr geehrte Zuschauer, im Hochwasser 2013 geschehen. Die letzten beiden Tage, sprich der 10. und 11. Juni, dann gleich hier bei uns noch im Regionalmagazin. Doch zuvor blicken wir natürlich auf eine wunderschöne Schiffsreise, präsentiert von Schur Busreisen hier in Schönebeck. Starten Sie in Warnemünde zu einer einzigartigen Reise in die Fjordlandschaft Norwegens. Wie ein sanfter Riese streckt sich der Geirangerfjord in die märchenhafte Bergwelt, bevor er in den Eidfjord übergeht, an dessen Ende das kleine Städtchen Ulvik auf sie wartet. Der perfekte Ausgangspunkt für unvergessliche Ausflüge in die spektakuläre Natur. Vom atemberaubenden Adlerweg und vom Aussichtsberg Dalsniba eröffnen sich ihnen überwältigende Panoramablicke. Erleben Sie die schönsten Fjorde Norwegens innerhalb von 8 Tagen für nur 1.800 Euro. Schöne Bilder mit dem Schiff, nicht ganz so schöne Bilder gab es im Jahre 2013 beim großen Hochwasser. Gemeinsam mit Ihnen möchten wir nun auf die letzten beiden Tage blicken. Zuerst natürlich der 10. Juni. Das Wasser machte langsam Halt und ging zurück. Montagvormittag, ich melde mich von der Elbbrücke hier in Schönebeck mit dem Blick runter auf die Wächterhäuser, wo am Samstag der Deich gebrochen war. Wir sehen es, der Kameramann kann das auch nachher nochmal zeigen. Die Wassermassen gehen zurück, der Pegel ist nach wie vor fallend. Einige Bilder konnten wir Ihnen zeigen, Schäden, Mülltonnen, Treibgut, was alles so jetzt natürlich in dem Wasser rumtreibt. An dieser Stelle nochmal der Hinweis an alle, bitte nur das Nötigste, wenn Sie in das Wasser müssen, rausholen bzw. durch das Wasser bewegen und auch nicht die Kinder im Wasser spielen lassen, denn nach wie vor besteht hohe Infektionsgefahr. So wird erstmal die ersten Einblicke und Bilder am Montagvormittag hier von der Elbbrücke. Montagvormittag, ich bin unterwegs in Schönebeck, jetzt hier am Marktplatz mit Blickrichtung auf die Salzblume, genauer gesagt in der Elbstraße. Hier sieht man noch, wie das Wasser aus der Kanalisation rausdrückt, ganz, ganz deutlich hier noch doll strömend. Wir gucken einfach mal hier ein Stückchen rüber, denn hier drüben sieht man, dass die Straße natürlich noch komplett unter Wasser steht. Auch hier ist noch einmal ein Gulli, wo es rausdrückt. Hiervon hat man versucht, mit Sandsäcken dem Ganzen entgegenzuwirken. Dennoch landunter hier auf der Elbstraße in Richtung Salzblume hier am Montagvormittag. Also dort wird es auch noch ein Weilchen dauern, bis denn die Wassermassen zurückgehen, bis denn der Druck aus der Kanalisation nachlässt. Thank you.
Montagvormittag, Hochwasser 2013. Ich stehe hier im Elbtor, wo nach wie vor gepumpt wird, um das Wasser zurückzuhalten. Sie sehen es vielleicht, die Wassermassen hinter der Spundwand. Auch hier ist es deutlich zu sehen, dass sie abgesenkt sind, beziehungsweise dass der Pegel fällt. Auch das Restaurant Elbblick, dort hat das Wasser bereits die Kante zwischen Mauer und Sandsäcke unterschritten an dieser Stelle. Nach wie vor wird gepumpt, das ist auch notwendig, denn mittlerweile 1,5 Meter sind noch hinter der Barriere mit den Wassermassen der Elbe. Also auch hier wird noch es einige Tage dauern, bis auch hier die Wand wieder weggenommen werden kann, beziehungsweise die Sandsackdämme abgebaut werden können. Man sieht das hier, der Deich hält hier. Hinter dem Deich ist natürlich noch Wasser, beziehungsweise hier, wenn wir einfach mal schauen, in das Haus rein wurden die Sandsäcke gebaut, gestapelt, mit Folie nochmal abgestützt, um einfach die Wassermassen, falls sie denn kommen sollten, hier zurückzuhalten. Auch hier wird es sicherlich noch eine Weile dauern, bis der Deich dann wieder entfernt werden kann, denn das Wasser steht noch dahinter und eine genaue Prognose, inwieweit von Tschechien her neue Wassermassen kommen, das steht auch derzeit noch nicht fest, das bleibt also auch abzuwarten. Vielleicht, ich gehe einfach nochmal hier hoch auf den Deich. Hier sieht man auch nochmal die Mülltonnen dementsprechend dahinter mitten im Wasser liegen, Paletten. Also hier hat man auch alles Mögliche versucht, ganz deutlich von hier zu sehen, wie auch das Wasser langsam in den Mauern, in den Wänden der Häuser nach oben kriecht. Also auch hier gibt es Schäden, die dementsprechend lange dauern werden, bis sie wieder behoben sind. Schönebeck am Montagvormittag. Ich befinde mich jetzt hier unten an den Salinehäusern, genauer gesagt am Elbweg. Hier gab es gestern eine kritische Situation, denn hier hat sich der Aquabarrier nicht, oder beziehungsweise hier hat der Aquabarrier den Wassermassen nicht mehr standgehalten. Auf einer Länge von ca. 8 bis 10 Metern gab es den Zusammenbruch. Hier haben dann Helfer ganz, ganz schnell diesen Sandsackwall aufgebaut, um die Wassermassen zurückzuhalten. Auch hier konnte die Situation dann dementsprechend gesichert werden. Die Wassermassen hier hinter dem Deich sind immer weniger und weniger. Man sieht es, es fließt schon teilweise wieder raus auf die Elbe. Also auch hier gesicherte Lage am Montagmittag, Hochwasser 2013. Montagmittag unterwegs in Schönebeck befinde ich mich hier kurz vor den Häusern von Töltlow. Dort hinten sieht man noch die Schutzmauer. Auch hier haben alle Helfer das Nötigste getan, um die kommenden Wassermassen durch den Deichbruch aufzuhalten. Sandsackwelle, die Kräfte des THW sind jetzt hier noch vor Ort, um das, was noch durchdringt, dementsprechend wieder abzupumpen bzw. einfach hier die Sicherungsmaßnahmen durchzuführen. Mit einem Schlauchboot ist man hier immer mal wieder unterwegs, um alles zu kontrollieren bzw. die Anwohner der Häuser hier einmal dorthin zu fahren, damit sie begutachten können, wie sieht es bei mir zu Hause aus, vielleicht schon erste Aufräummaßnahmen durchzuführen. Also auch hier an dieser Stelle momentan noch entspannte Lage, das Wasser fällt. Soweit der Stand hier von den Ufern der Elbe bei Töltlow.
Im Krisengebiet Hochwasser 2013 befinde ich mich jetzt hier im Gewerbegebiet am Stremsgraben. Hier sind Feuerwehrkräfte dabei, natürlich das Drängwasser, was aus der Kanalisation auf die Straße dringt, dementsprechend wieder abzupumpen. Sie sehen es, mehrere Pumpen sind im Einsatz, mehrere Schläuche. Das Wasser geht dann rüber wieder in den derzeitigen Stremsgraben bzw. Sohlgraben. Wir blicken noch einmal weiter hier im Gewerbegebiet am Stremsgraben, wie es den Anwohnern bzw. den Unternehmen geht, die hier angesiedelt sind. Gewerbegebiet am Stremsgraben, neben mir Ulf Mertens, ein Unternehmer hier im Gewerbegebiet. Das Wasser ist langsam zurückgegangen, dennoch stand es im Gebäude. Es kam nicht vom Sohlgraben, es kam durch die Kanalisation. Waren Sie darauf vorbereitet oder wie hat sich das Ganze abgespielt? Na, die Hochwassersituation ist ja so gewesen, dass wir darauf vorbereitet waren, dass es vom Sohlgraben kam. Die Informationspolitik unserer Stadt Schöneberg war in der Situation etwas schwierig zu deuten. Erst hieß es ja, dass uns geholfen werden würde. Hat sich dann herausgestellt, dass es nicht so ist. Und wir nur durch die Hilfe von vielen Freiwilligen und Freunden, Bekannten vor allem, hier zu nennen, alle Mitarbeiter und Freunde von Rückenwind und auch von den Schulen. Die Kinder waren hier, haben uns mit Schippen geholfen. Wir haben dann hier diese Sandsackmauer aufgebaut, alle Mann zusammen. Und dadurch ist es gelungen, halt den Stremsgraben hier unter Kontrolle zu bringen. Die Feuerwehr, die wir dann akquirieren konnten, muss man wirklich so sagen, auf eigene Faust, hat dann vorne angefangen, die Kanalisation leer zu pumpen. Und das Wasser lief dann aus der Kanalisation ins Gebäude. Und nur mit der Feuerwehr ist es uns gelungen, das überhaupt zu stoppen. Und die pumpen immer noch, also wir sind immer noch nicht so weit. Der Grundwasserspiegel steht hier so hoch, dass sie bestimmt noch heute und morgen auch noch dazu pumpen werden, um das zu senken. Ich meine, man sieht es ja, das ist ja das Wasser, was die Feuerwehr gerade von vorne abpumpt. Unaufhörlich strömt es durch. Kann man jetzt schon beziffern, wie groß der Schaden jetzt insgesamt ist? Also bis dato nicht, weil wir auch nicht wissen, wie weit jetzt die elektrische Anlage in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Die Kabel liegen am Boden, ob das jetzt abtrocknet oder ob da was gemacht werden muss. Die Fußböden, ob sie jetzt hochkommen oder nicht hochkommen, das kann ich noch nicht sagen. Aber im Großen und Ganzen muss ich ganz ehrlich sagen, für das, was passiert ist, würde ich mal sagen, sind wir im blauen Auge davongekommen. Viele andere hat es viel schwerer getroffen. Und ich glaube, auch kein Bürger dieser Stadt will das nochmal machen. Jetzt ist eigentlich mal die Stadt gefordert, ihren Bürgern den Schutz zu geben, den sie eigentlich auch hier brauchen. Es nützt uns nichts, dass wir das dritte Mal so eine Sache durchmachen müssen und nur mit der Motivation, mit der Kraft aller Bürger sowas abwenden können. Hier ist die Politik gefragt, hier sind unsere Stadtherren gefragt, die sich endlich mal Gedanken machen müssen, was hier mit ihrer Stadt passiert und dass wir sie nicht einfach so dem Wasser preisgeben dürfen. Sehr geehrte Zuschauer, das waren klare Worte hier aus dem Gewerbegebiet am Stremsgraben. Herr Mertens, ich wünsche erstmal noch viel Erfolg beim Aufräumen. Hoffe, dass der Schaden nicht zu groß ist. Wir gucken weiter an die Brennpunkte in Schönebeck. Brennpunkt Grüne Walde am Montagabend, sehr geehrte Zuschauer, neben mir steht Herr Schäfer. Seit heute Vormittag sind alle Kräfte dabei, den Deich hier in Grüne Walde zu sichern. Es sind ganz, ganz viele Leute da, aber die Leute sind halt seit heute Morgen im Einsatz. Wie stellt sich die Situation dar? Was ist momentan das Problem? Das Problem ist, dass der Deich einfach zu stark aufgeweicht ist und dass diverse Sickerstellen mit Sedimentaustritt entstanden sind, die es halt zu schließen gilt. Wir müssen unbedingt den Druck erhöhen auf den Deich mit den Sandsäcken und deswegen ist unser Hauptaugenmerk eigentlich, dass Sandsäcke zum defekten Deich transportiert werden.
Dafür sind in jedem Fall noch freiwillige Helfer erforderlich, die insbesondere Schubkarren oder Handkarren mitbringen sollten, um hier halt auch die ganze Nacht durchzuhalten, weil unsere Personalreserven sind erschöpft. Das heißt also, jeder, der noch irgendwie kann, einen Handwagen, eine Schubkarre, sollte er mitbringen. Wenn es geht, natürlich vorher den Namen oder sowas irgendwie draufschreiben mit dem Filzstift oder sonst irgendwas. Wie sollen denn die Leute herkommen? Ich meine, das ist eine große Elbbrücke, es ist sicherlich Parkplatz ein bisschen beengt hier. Gibt es da eine Möglichkeit oder wie sieht das momentan aus? Ja, also wir arbeiten da noch dran an der Möglichkeit, dass man vielleicht so einen Fahrservice einrichtet. Aber das ist jetzt nur unklar, ob das überhaupt was wird, weil wir auch mit den Kräften ziemlich am Ende sind. Am besten ist, wenn man vielleicht zu Fuß über die Elbbrücke geht und das Auto dann stehen lässt, damit die Einsatzfahrzeuge die Straße noch befahren können. Ansonsten vielleicht Fahrgemeinschaften bilden, um hier hinzukommen. Jeder sollte am besten nochmal seinen Freundeskreis ansprechen, SMS schreiben, twittern auf Facebook, so wie das bei Ihrer Seite da gemacht wird, um hier Helfer zu mobilisieren. Sie sehen, sehr geehrte Zuschauer, hier eine brenzliche Lage in Grünewalde. Schönebeck ist soweit, wenn man das an der Stelle sagen kann, relativ sicher. Kommen Sie rüber nach Grünewalde. Auch Grünewalde ist ein Teil von Schönebeck. Helfen Sie hier mit. Sie haben es gehört, Fahrgemeinschaften ist eine Lösung, Fahrrad oder sowas. Also alles, was möglich ist, machen Sie es möglich. Kommen Sie hier mit rüber. Für Essen und Trinken ist natürlich gesorgt. Die Versorgung steht. Also das ist definitiv, davon konnten wir uns überzeugen. Ich danke erstmal an der Stelle. Ja, und sehr geehrte Zuschauer, kommen Sie nach Grünewalde. Helfen Sie, die Hochwasserfluten 2013 zu bekämpfen. Recht herzlichen Dank erstmal. Dankeschön. Die Versorgung ist natürlich hier in Grünewalde gesichert. Anwohner helfen mit zu trinken, mit Süßigkeiten, mit Obst, mit Kuchen, selbstgebackenen. Also auch das funktioniert. Da hilft jeder jedem, der nicht mitschleppen kann oder Schubkarre schieben kann, der ist dann dementsprechend mit bei der Versorgung. Also auch dafür nochmal einen riesengroßen Dank, ein riesengroßes Lob an all die, die hier mit anpacken in Grünewalde. Thank you.
Brennpunkt Grünewalde, Montagnacht. Wir befinden uns hier am Kreisverkehr, wo derzeit die Kräfte des THW, Feuerwehr und weitere Bundeswehrhelfer mit beschäftigt sind, den Deich hier abzusichern. Das Ganze hat sich aufgeweicht. Es gab einige Stellen, wo das Wasser durchgedrückt hat. Er ist relativ instabil gebrochen, ist noch nichts, kein Riss, aber halt so dolle weich und feucht, dass eine Gefahr besteht. Der Polizeihubschrauber ist gerade hier vor Ort, um die Leute zu evakuieren aus Grünewalde, aus Elbenau. Das sind derzeit die Sachen, die hier vor Ort passieren. Ganz viele Helfer, private Helfer, kommen mit ihren Fahrzeugen, bringen Sandsäcke hier vorbei. Weitere LKWs mit Sandsäcken. Ganz, ganz wichtig, sehr geehrte Zuschauer, keine privaten Helfer oder sowas mit Fahrrädern oder hier rüberkommen nach Grünewalde, sondern bitte zum Busbahnhof. Dort wird natürlich noch Hilfe gebraucht, um die Jutesäcke mit Sand zu befüllen. Ansonsten einfach drüben in Schönebeck bleiben, hier auf der Grünewalder Seite, wenn keine Helfer weiter benötigt, denn nur das in Anführungsstrichen Fachpersonal wie THW, Bundeswehr und so weiter sind hier vor Ort erlaubt, um dementsprechend den Deich abzusichern. Soweit erstmal die aktuelle Situation hier in Grünewalde. Sie können sich ja nochmal einen Blick davon machen, was hier gerade so los ist. Ganz, ganz viele LKW stehen auf der Elbbrücke. Soweit erstmal der aktuelle Stand hier von Grünewalde. Montagnacht, 1:30 hier in Schönebeck auf dem Busbahnhof. Nach einem ereignisreichen Tag geht dieser doch dann zu Ende. Hier ist es jetzt mittlerweile doch wieder etwas ruhiger geworden. Auch der Stand von Suppe und Seele baut zusammen. Das heißt, zieht sich dann für heute erstmal zurück. Viele, viele Jutesäcke wurden heute ja wieder gefüllt bzw. verladen, also von anderen Orten, unter anderem Könnern, hierher verbracht, um dann hier dementsprechend zur Verfügung zu stehen. Sie sehen es, der Platz ist komplett noch gefüllt, nicht nur mit Jutesäcken, die ganzen Säcke auf Paletten, auch Plastiksäcke, grüne, blaue, weiße, alles ist mit dabei, um hier dann dementsprechend, wenn denn die Notwendigkeit da ist, verbaut zu werden. Das war unsere Berichterstattung am heutigen Montag, sehr geehrte Zuschauer. Ich bedanke mich für Ihr Zuschauen und wünsche Ihnen eine angenehme Nacht. Bis morgen am Dienstag, dann sind wir wieder mit neuen Informationen für Sie da. Und danke nochmal an alle Helfer hier in Schönebeck 2013. Die Bilder und Eindrücke des 10. Juni 2013 hier in Schönebeck, sehr geehrte Zuschauer. Last but not least natürlich auch noch im Regionalmagazin der Blick auf das Wetter. Wie es denn in den kommenden Tagen wird, das möchte ich Ihnen jetzt zeigen, bevor wir dann den letzten Tag, den 11. Juni 2013, noch einmal Revue passieren lassen. Egal ob Regen oder Sonnenschein, wir sind immer für Sie da. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Zum Start in das Wochenende begrüßen wir Sie recht herzlich zur Wettervorschau der kommenden Tage. Am Samstag wird es etwas windig und es kann zu leichten Regenfällen kommen. Das Ganze bei Temperaturen von 15 bis 23 Grad. Der Sonntag wird bei 13 bis 26 Grad wieder sonniger und uns erwartet ein klarer Himmel. Anfang der nächsten Woche wird es wieder grauer. Die Temperaturen liegen bei 17 bis 23 Grad und wir können uns auf Niederschläge einstellen. Das Team des Elbe-Kanals wünscht Ihnen ein angenehmes Wochenende und schöne Pfingsttage. Das
Das Wetter wurde Ihnen präsentiert von der WBG Schönebeck. Das Wetter für die kommenden Tage, sehr geehrte Zuschauer. Und jetzt noch einmal der letzte Tag des Jahres 2013 in Bezug auf das Hochwasser. Der 11. Juni, unsere Bilder und Eindrücke hier für Sie noch einmal. Dienstagvormittag, eine kritische Nacht liegt hinter uns, sehr geehrte Zuschauer. Nachdem gestern Abend die Hilfskräfte hier in Grünewalde abgezogen wurden, nachdem hier unzählige Hunderte versucht haben, den Deich zu retten, ist die Lage natürlich hier am Deich in Grünewalde nach wie vor kritisch, aber erstmal insofern gesichert von den Hilfskräften. In der Nacht wurde natürlich auch immer wieder kontrolliert und auch am heutigen Dienstagvormittag wurden Kontrollen durchgeführt. Der Deich steht, Risse sind keine momentan erkennbar, dennoch ist er natürlich nach wie vor doll aufgeweicht, feucht. Also auch hier noch kritische Situation, aber erst einmal gewisserweise Entspannung, denn es wird kontrolliert und momentan scheint er sicher zu sein. Dienstagmittag unterwegs im Hochwassergebiet 2013 befinde ich mich jetzt hier an der Haberlandbrücke, zumindest dem Gebiet, was man der Haberlandbrücke zuordnen kann. Denn auch hier haben die Wassermassen natürlich das gesamte Gebiet derzeit überflutet. Die Lage hier vor Ort, die Deiche sind natürlich auch weich, dennoch wurden sie stabilisiert bzw. werden natürlich noch durch die gesamten Hilfskräfte, die hier vor Ort sind, überwacht. Die DLRG ist mit einigen Mannschaften hier vor Ort, um auch noch für den Notfall da zu sein, sollte etwas passieren mit Booten, mit Tauchern, all das ist hier vor Ort. Vielleicht kann man das auch nachher sehen, hier auf der Straße wurden Markierungen aufgemalt, wo zu welcher Zeit bzw. welchem Tag der Wasserstand genau stand. Die Tendenz ist auch hier natürlich fallend, klar, mehr und mehr Zentimeter. Geht es abwärts mit der Elbe, dennoch hier noch nicht Entwarnung. Auch hier ist man natürlich noch ganz in akuter Bereitschaft, sollte irgendwas mit den Deichen passieren. Unterwegs im Hochwassergebiet 2013 befinden wir uns am Dienstagmittag hier kurz vor der Ortschaft Ranis, welche natürlich zur Stadt Schönebeck gehört. Auch hier ist es eine ganz, ganz komische Stimmung, denn wir sind nach wie vor im Sperrgebiet, das heißt, die Bewohner wurden evakuiert. Auch hier werden die Deiche nach wie vor kontrolliert, das Ganze jede Stunde aufs Neue, um eventuelle Sickerstellen oder irgendwelche Probleme, die auftreten, dann dementsprechend zu melden und natürlich wieder zu beheben. Also soweit die Lage, es ist irgendwie eine bedrückende Stille, ganz komisches Gefühl, wenn man hier so steht und weiß, dass die Bedrohung da ist, dass die Leute teilweise nicht mehr da sind. Also soweit die Lage hier kurz vor dem Ortsteil Ranis.
Dienstagnachmittag unterwegs, Hochwassergebiet 2013 hier in Schönebeck. Befinde ich mich jetzt hier in Frohse, wo derzeit ein Bagger damit beschäftigt ist, hier die Big Bags dementsprechend wieder aus dem Sohlgraben rauszuholen. Mit diesen Big Bags war dieser Graben verschlossen worden, beziehungsweise dieser Tunnel, damit dementsprechend das Wasser der Elbe nicht in den Sohlgraben reinkommt und somit das Hinterland überflutet. Jetzt ist der Elbepegel wieder tiefer als der Sohlgraben und insofern kann man diese Barriere jetzt wieder entfernen, damit das Wasser wieder zurück in die Elbe fließt. Auch hier sind Aufräumarbeiten, THW-Kräfte sind dabei, Schläuche und Pumpen wieder abzubauen. Also so die aktuelle Lage, Sie sehen es ja, der Zuschauer, da werden sie rausgeholt, die großen Big Bags. Also auch hier Aufräumarbeiten, denn der Pegel sinkt, glücklicherweise. Neben einem regelrechten Monster befinde ich mich jetzt am Dienstagnachmittag. Von der Firma Miele gibt es genau zwei Stück deutschlandweit dieser Pumpen. Eine Größenordnung, die wirklich zum Staunen ist. Sage und schreibe 50.000 Liter Wasser kann diese Pumpe in der Minute von einer Seite zur anderen Seite beziehungsweise hier rein, dort hinten wieder raus pumpen. Zwei Stück gibt es davon in Deutschland nur und eine davon stand 2013 hier in Schönebeck, um das Wasser vom Sohlgraben über die Straße rüber wieder zurück in Richtung Elbe zu pumpen. Auch diese Pumpe wird in den nächsten Tagen hier in Schönebeck natürlich noch im Einsatz sein. Einfach mal wirken lassen, diese Dimensionen, die hier in Schönebeck angewendet werden, um das Wasser wieder aus der Stadt zu kriegen. Mittwochvormittag unterwegs in Schönebeck unter dem Motto nach der Katastrophe ist auch vor der Katastrophe. Hört sich makaber an, aber so stellt sich derzeit die Situation unter anderem hier in Frohse dar, denn jetzt beginnen die Menschen wieder in ihren Häusern den Schaden zu begutachten bzw. nach und nach schon ein bisschen aufzuräumen. Hier sieht man es, der Fußboden ist natürlich komplett aufgeweicht. Alles ist nass, hier sieht man das, bis wohin das Wasser stand, hier an der Kante, also auch die Schränke, alles ist verzogen, alles geht gar nicht mehr auf, aufgequollen, das Ganze zieht sich hier durch das ganze Haus durch, Couch, Stühle, alles ist dementsprechend feucht, wir können vielleicht mal hier drüben, ich versuche mal hier rüber zu krabbeln, auch hier sieht man es, die Tapete, alles ist natürlich aufgeweicht, dreckig, aufgequollen, also auch hier wird es natürlich noch lange Zeit dauern, bis die Schäden wieder behoben werden. Versicherungsvertreter sind natürlich unterwegs in die einzelnen Häuser, um hier den Schaden zu begutachten, damit den Leuten, den Anwohnern hier schnell geholfen werden kann. Mittwochmittag in Frohse, Hochwasser 2013. Ich befinde mich jetzt hinter den Häusern, die an der Straße in Frohse liegen, genau gesagt mit Blick Richtung Magdeburg. Hier sieht die Lage noch ganz dramatisch aus, denn nach wie vor stehen hier die Wassermassen nicht nur auf dem Weg, sondern direkt an das Haus ran. Nachher kann der Kameramann da nochmal draufhalten. Hier sind auch weiterhin Kräfte des THW damit beschäftigt, dieses Wasser nach und nach abzupumpen, damit auch hier hoffentlich demnächst alles wieder trocken ist bzw. die Aufräummaßnahmen beginnen können. Das ist keine Seltenheit, dass hier das Wasser steht. Jedes Mal, wenn Hochwasser ist, kommt das Wasser von hinten reingedrückt hier auf diesen Weg in Altfrohse. Also auch das eine Situation, mit der die Leute immer wieder rechnen müssen, immer wieder leben müssen, was sicherlich nicht besonders ist, denn der Keller war definitiv komplett unter Wasser hier in den Häusern
Auch die Wände, man sieht es noch, sind feucht und dreckig. Also auch hier werden die Aufräumarbeiten definitiv noch einige Zeit andauern. Ja, die Kellerfenster dort, man sieht es, alles ist dreckig, alles ist nass. Hier wird weiter gepumpt in Frohse. Unterwegs im Hochwassergebiet 2013 hier in Schönebeck stehe ich nach wie vor in Frohse. Im Hintergrund sehen Sie noch derzeitig die Aufräumarbeiten bzw. weitere Abpumpmaßnahmen der Feuerwehr. Denn auch hier stand natürlich das Wasser meterhoch in den Garagen rein bzw. in den Gärten an den Häusern, die Sie hier im Hintergrund sehen. Ich stehe hier auf der Brücke, auf der Frohser Brücke rüber zum Gewerbegebiet am Stremsgraben. Mittwochnachmittag, ich befinde mich unterwegs in Schönebeck, um von der Hochwassersituation 2013 zu berichten. Derzeit befinde ich mich hier unten am Ufer der Elbe, genauer gesagt an der Stelle, wo der Behelfsdeich, die Spundwand, gebrochen ist und somit das Wasser über die Wand hier in diesen Teil der Stadt einfließen konnte. Man sieht hier noch, neben mir liegen die großen Big Bags, die mittels der Helikopter bzw. Hubschrauber der Bundeswehr abgeworfen wurden, um diese Bruchstelle hier doch schnellstmöglich zu schließen. Dies war nicht gelungen. Jetzt, wo das Wasser zurückgegangen ist, sieht man, welcher Schaden hier eigentlich angerichtet wurde bzw. mit welcher Kraft das Wasser hier in diesen Stadtteil eingeflossen ist. Man sieht, der Schutt bzw. das Erdreich, was hier hinter dem Deich ist, wurde komplett rausgespült, im Prinzip hier wieder aufgeschüttet. Dort hinten liegen die Holzteile, die teilweise abgebrochen wurden bzw. richtig geborsten sind. Doch hier im Wasser liegen noch Teile der Spundwand, die man da behelfstechnisch damals errichtet hat, um das Ganze hier zu sichern. Also hier die Lage natürlich auch noch relativ entspannt, soweit man das am heutigen Tag schon sagen kann. Aufräumarbeiten laufen auch unten in der Müllerstraße bzw. am Fähranleger. Überall wird mittlerweile aufgeräumt und sauber gemacht. Wenn man in die Gesichter der Bürgerinnen und Bürger guckt, die hier ihre Häuser haben, nun, dann lässt sich daraus noch nicht allzu viel ablesen, als dass man sagt, okay, es ist passiert, jetzt geht es wieder ans Aufräumen. Dafür drücken wir alle die Daumen, viel Schaffenskraft und natürlich auch weiterhin toi toi toi, dass solche Katastrophe, wie sie hier passiert ist, so schnell nicht wieder passiert bzw. nie wieder passiert. Am Ufer der Elbe, hier unten in der Altstadt, befinde ich mich jetzt, um Ihnen einfach mal zu zeigen, wie die Situation am heutigen Mittwoch sich hier darstellt. Zum einen gibt es schon dementsprechenden Unrat bzw. einfach von den Wassermassen zerstörte Sachen, sei es die Stereolage, zahlreiche Schränke, die natürlich aufgequollen sind, wo das Holz auseinandergegangen ist, weil sie einfach mal im Wasser standen bzw. einfach von dem Dreckwasser, von dem Schlamm zerstört wurden. So, der Unrat, der hier bereits schon aufgestapelt ist. Ich zeige Ihnen jetzt an dieser Stelle einfach mal hier drüben, wo denn das Wasser stand. Es gibt hier in Schönebeck eine Pegelanzeige. Diese möchte ich Ihnen mal näher zeigen. Und zwar befindet sie sich hier dort am Fuße unserer Elbbrücke. Dort konnte man genau ablesen, bis zu welchem Pegel denn die Elbe in diesem Jahr stand. Ein Strich fehlt noch, der wird definitiv nachgeholt werden. Aber vielleicht, um das besser zu verdeutlichen, wie hoch das Wasser stand, stehe ich einfach hier an dieser Mauer. Denn genau die Oberkante dieser Mauer, das war plus minus 1-2 cm der Höchststand der Elbe in diesem Jahr 2013. Also das möchte man sich einfach mal verdeutlichen. Das Wasser auf der Seite war genauso hoch wie das Wasser hier im Altstadtbereich, als der Deich gebrochen war bzw. als die Elbe ihren Höchststand hier erreicht hat.
Das waren sie, unsere Bilder, unsere Eindrücke im großen Rückblick auf das Hochwasser 2013, sehr geehrte Zuschauer, für das Wochenendmagazin zu Pfingsten 2019. An dieser Stelle möchte ich noch einmal ein ganz großes Dankeschön aussprechen an alle Helfer, an alle Freiwilligen, die mitgemacht haben, die geholfen haben, Schönebeck vor dem Schlimmsten zu bewahren. Vielen Dank an alle, die dementsprechend an dieses Geschehen noch einmal erinnern und natürlich immer wieder in Bildern und in Worten festhalten. Das war's nun auch schon mit dem Regionalmagazin. Ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Pfingstwochenende. Würde mich freuen, Sie dann am Mittwoch wieder zu einem neuen Regionalmagazin begrüßen zu dürfen. Genießen Sie die freien Tage. Machen Sie es gut. Ihr Christian Kolbe.